Herzlich willkommen hier am Samstag zum Beginn unserer Masterclass. Ich freue mich, dass ich auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter wiedersehe, aber ich sehe noch ganz, ganz viele schwarze Flecken. Bevor wir gleich richtig losgehen, ein paar technische Fragen und Informationen. Es wäre ganz toll, wenn viele von euch das Video anmachen könnten. Ich sehe schon immer mehr Videos gehen an. Das ist für uns immer schöner, dass wir sozusagen nicht gegen schwarze Kacheln einreden, sondern auch Menschen sehen, und wir können natürlich auch immer an den Gesichtern der Menschen immer sehen, ja, wir sind wir verständlich, ist das alles in Ordnung, was wir sagen, gibt es Fragezeichen im Gesicht? Also von daher wäre das ganz, ganz toll, ja, wenn wir uns alle sehen könnten. Und noch eine kleine Frage: Wir machen ja heute noch ein paar Spiele, da kommen wir später gleich noch drauf. Könntet ihr vielleicht bei eurem Namen euren echten Namen reinnehmen und das Bundesland? Das werden wir später noch erklären, woran das liegt. Für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert, ihr müsst dann bei Teilnehmer raufklicken, und dann bei eurem Namen unter Mehr könnt ihr den Namen umbenennen. Also es wäre toll, wenn ihr euren Namen eingebt und das Bundesland, damit wir sozusagen euch, ja, Surprise, Surprise, werden wir später sagen, was wir noch vorhaben. Aber das würde uns wahnsinnig weiterhelfen. Ja, ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt schon ein paar Leute da sind. Ich warte aber noch ein, zwei Minuten, weil die ganze Zeit noch Leute hinzukommen. Wir haben eine volle Masterclass in diesem Jahr wieder mit ganz diversen Menschen aus ganz Deutschland, sogar auch aus Österreich in diesem Jahr. Und wir sind ja sehr, sehr froh und glücklich, dass ihr hier dabei seid und mit uns die Masterclass ja beginnen werdet. Und bevor wir richtig losgehen und bevor wir euch auch die Agenda zeigen, möchte ich erstmal ganz kurz was zu uns sagen, und zwar zu unserem Team. Ja, Simon und Till sind hier heute mit dabei. Die werden euch auch durch den Tag führen. Mit Till und Simon hatten auch einige, glaube ich, von euch schon Kontakt in den letzten Tagen. Simon ist langjähriger Mitarbeiter der Stiftung Entrepreneurship und war vorher auch wissenschaftlicher Mitarbeiter von Professor Faltin. Also er ist sozusagen ja jemand, der sehr, sehr lange, sehr, sehr viel und intensiv mit Herrn Faltin gearbeitet hat und arbeitet. Er war gerade im Sabbatical, hat auch seine zwei Kinder bekommen und ja, ist jetzt sozusagen wieder mit dabei in unserem Team. Wir sind sehr glücklich, dass er wieder dabei ist und hat richtig dolle Lust auf die Masterclass. Er hat auch vor ein paar Jahren gemeinsam mit mir die Masterclass konzipiert. Also ist sozusagen Masterclass-Guru der ersten Stunde, würde ich mal sagen. Und Hallo, ich freue mich auf euch. dann habe ich hier noch Till auf der anderen Seite. Till ist sozusagen unser Guru, auch was die Masterclass ja, bedarf, weil er die letzten digitalen Masterclass alle konzipiert hat, organisiert hat und immer bei allen Alumnis für alle sozusagen zur Stelle ist. Er hat vorher bei der T-Kampagne gearbeitet und hat sozusagen nicht einfach nur eine Ausbildung gemacht, weil er eine Ausbildung suchen wollte, sondern er ist explizit zur T-Kampagne gegangen, weil er das Konzept so spannend fand und so überzeugend. Und dann haben wir ihn von der Stiftung zu uns geholt. Und da soll er jetzt auch bitte für immer bleiben. Und Till und Simon, ja, hallo. Guten Morgen, ja. Hi. Genau, und Till und Simon sind sozusagen die Hauptbuddies in der Masterclass, und ich unterstütze natürlich auch. Ich leite die Stiftung seit ein paar Monaten und bin auch seit vielen, vielen Jahren bei der Stiftung mit aktiv dabei. Und bin ja auch beim Summit immer die Moderation und organisiere da auch sozusagen inhaltlich alle ja, Themen. Ja, wir sind schon immer mehr, sind jetzt schon über 50. Ich würde mal sagen, wir können langsam jetzt schon ja, beginnen. Ganz am Anfang erstmal eine Frage an euch. Es wird jetzt gleich eine Frage aufploppen, und da bitte ich euch, diese Umfrage einfach ja mit einem Mausklick zu beantworten. Und zwar die erste Frage ist: Wer bringt denn von euch eigene Ideen mit? Gibt es Menschen, die eigene Ideen mitbringen? Und da möchte ich natürlich auch wissen, in welchem Stadium die sich befinden. Also genau, hast du bereits eine Idee? Wenn ja, wie weit denkst du, bist du mit dieser? Also ne, ja, ich kann morgen gründen, wunderbar, wir sind dabei, recht fortgeschritten, Anfangsidee, unzählige Anfangsideen. Und es gibt natürlich auch Leute, die keine Ideen haben, nur Ansätze von Ideen oder noch gar nichts. Alles ist hier willkommen. Wir wollen nur sozusagen erstmal checken, wo der Stand der Dinge ist. Genau, die Antworten trudeln ein. Wir haben jetzt schon 40 Stück bei 80% Beteiligung. Manche kennen das Tool vielleicht noch nicht. Aber ich würde das jetzt in 5 Sekunden schließen. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Und ich teile die natürlich auch mit euch. Okay, man sieht, das ist im Mittelfeld hier. Einige haben schon recht fortgeschrittene Ideen. Ich würde mal sagen, es ist eine gute Mischung. Das ist wunderbar, weil wir sozusagen auch immer auf alles angewiesen sind. Wir haben ja immer Leute, die schon vor Ideen sprudeln, und wir haben Leute auch, die sagen, hey, ich weiß noch gar nicht, ich brauche erstmal noch ein bisschen Inputs. Und von daher ist es für uns immer ganz gut zu wissen, wo ihr gerade steht. Dann habe ich noch eine weitere Frage, und zwar sind es 4 Fragen auseinander, die untereinander kommen. Also ihr müsst jetzt 4-mal gleich klicken. Und da würde ich gerne wissen, welcher Faktor ist nach eurer Meinung der wichtigste? Also das Erstwichtigste, bitte Nummer 1, also welcher Faktor ist von diesen 4 Punkten eurer Meinung nach der wichtigste? Dann der ist der zweitwichtigste, der drittwichtigste und der viertwichtigste. Genau, und innerhalb dieses kleinen Fensters könnt ihr, wie gesagt, scrollen. Da gibt es 4 Fragen. So, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit geben. Mhm. Also sozusagen antwortet aus dem Bauch heraus. Wir haben erst 50% der Antworten. Das ist ja auch eine schwierige Frage. Ja, das dauert auch ein bisschen länger. Ich würde die 80% gerne abwarten. Also wir arbeiten nicht mit dem Statistischen Institut zusammen. Selbst wenn ihr euch verklickt habt, wird das jetzt nicht negativ bewertet. Okay, dann 80% erreicht. Machen wir 5, 4, 3, 2, 1, 0. Und ich teile die Ergebnisse wieder mit euch. Oh, wow. Also viele sagen, als wichtigstes ist Team. Die meisten sagen aber Konzept. Herr Faltin wird wahrscheinlich später auch noch was dazu sagen. Also Team ist auf jeden Fall immer relativ weit oben. Also beim ersten und zweiten. Team wird als sehr, sehr wichtig angesehen. Und Management ist ja Punkt 2. Interessant, Kapital ist immer der letzte Faktor. Das ist interessant zu sehen. Herr Faltin wird auch gleich noch näher darauf eingehen. Ja, also ich werde jetzt gleich mit euch noch die PowerPoint hier teilen. Also es wurde ja auch schon gefragt, wie lange geht das heute und was wird heute überhaupt passieren. Deswegen zeige ich euch jetzt gleich erstmal den Zeitablauf, was uns heute erwartet, was wir mit euch vorhaben, was wir machen wollen. Und wir werden euch die PowerPoint-Präsentation auch zur Verfügung stellen, damit ihr auch immer während der Mittagspause zum Beispiel selber schauen könnt, was passiert und ob ihr euch nochmal schnell einen Tee holen könnt oder ob es sozusagen gleich eine Pause gibt. Simon, kannst du es einmal teilen? Ich kann es ja schon mal vielleicht ein bisschen erzählen. Also gleich wird Herr Faltin uns sozusagen abholen und erzählen, was das Ziel ist der Masterclass und was das Ziel ist mit euch. Und später werden Simon und Till mit euch ganz, ganz fantastische Spiele machen, weil diese Masterclass oder dieses heutige Termin ist eigentlich für uns sehr, sehr wichtig, dass ihr euch auch untereinander kennenlernt. Das haben wir in den letzten Jahren gemerkt und gelernt, dass eigentlich der Bedarf ganz groß ist an Sparringspartnern, an Menschen, die sozusagen auf einer ähnlichen Welle surfen und auch Interesse haben, an Ideen weiterzuarbeiten. Und deswegen ist es für uns total wichtig, insbesondere auch, weil wir eine Online-Masterclass sind, dass die Menschen sozusagen miteinander in Kontakt kommen und auch wissen, wem teile ich eigentlich meine Ideen. Dazu noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt ja alle auch eine Geheimhaltungserklärung unterzeichnet. Und das bedeutet, dass natürlich die Ideen, die ihr hier vortragt, bleiben bei euch. Und wenn andere Menschen Ideen einbringen zu der Idee oder noch Einfälle haben, ist sozusagen die Person, die die Idee als erstes geäußert hat, ist dann praktisch der Ideengeber und der Ideeninhaber. Und es ist bisher noch nie passiert, dass jemand eine Idee geklaut hat. Das ist in den letzten Jahren nicht passiert, aber wir als Stiftung würden uns mit jeglichen allen rechtlichen Mitteln und Möglichkeiten natürlich für euch einsetzen, falls so etwas vorkommen sollte. Also wir sind hier eigentlich im geschützten Raum, in einem geschützten Online-Raum und wollen euch natürlich ermuntern, möglichst frei und offen über eure Ideen zu sprechen. Und laden euch ein, das zu tun. Ihr habt die Geheimhaltungserklärung unterzeichnet und wir gehen dem auch nach, falls das sozusagen, falls jemand da Humbug betreibt. Jetzt ist hier die Agenda.
Genau, der Kickoff kommt jetzt gleich von Herrn Faltin. Danach gibt es Sessions. Um 12.15 Uhr ist die Mittagspause und um 13.30 Uhr geht es dann ja, in Zusammenfassung, in Eigenreview und danach gibt es Kennenangebote und ganz am Ende kommt Herr Faltin, es ist ja Faltins Masterclass, nochmal zurück und es wird dann ein Brainstorming geben. Ja, der heutige, also ihr habt euch ja alle entschieden, die Masterclass zu machen. Wir freuen euch auf das, wir freuen uns sehr auf das Jahr mit euch und sind auch wahrscheinlich genauso gespannt wie ihr. Für uns ist es immer eine große Ehre, euch bei diesem Jahr zu begleiten. Es ist ja eine Art von Marathon. Gründen ist, ja, es ist, Gründen ist für alle zugänglich, aber ist nicht unbedingt nur einfach. Und wir sind wahnsinnig gespannt, auf die nächsten kommenden Monate mit euch und wir wollen euch einladen, nutzt es so viel ihr könnt. Also geht hinaus, versucht eure Ideen mit anderen zu besprechen, arbeitet an eurem Konzept. Wir sind auf jeden Fall als Team von der Stiftung Entrepreneurship auf jeden Fall dabei, unterstützen euch, wo wir können. Und Herr Faltin hat ja anhand seiner Techniken und Methoden, auch in dem Buch Kopfschick Kapital, sehr, sehr viel dazu schon vorgedacht. Und wir wollen euch einladen, diese Techniken selbst anzuwenden, selber gemeinsam an euren Ideen zu arbeiten. Es ist eine Lebensentscheidung, die ihr gerade getroffen habt. Es ist eine wahnsinnig wichtige Lebensentscheidung. Es kann eventuell sogar euer Leben, ich hoffe mal, zum Positiven verändern. Und auf jeden Fall sind wir ganz, ganz gespannt, mit euch diesen Weg zu gehen und wollen euch auch dabei begleiten. Und jetzt leite ich über an Professor Faltin. Für alle, die ihn nicht kennen, ich glaube mal, alle haben schon mal was von ihm gehört, aber alle, die ihn nicht kennen, er hat das Buch Kopfschick Kapital geschrieben und das kann ich jedem auch besonders im Hinblick zur Masterclass wärmstens empfehlen. Und ja, alles ist sozusagen auch nach seinen Techniken und Methoden ausgearbeitet. Und ja, ich freue mich auf das Jahr mit euch. Wir sind gespannt und guter Dinge. Und erstmal schön, dass ihr euch am Samstag um 9 Uhr hier die Zeit nehmt. Das ist schon mal erstmal ein gutes Zeichen, dass ihr alle auf jeden Fall am Start seid. Also tschüss und Herr Faltin, ich übergebe an Sie. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich. Warum machen wir diese Veranstaltung? Wir haben heute historisch die Chance, dass viel mehr Menschen als früher dieses Thema aktiv werden in der Wirtschaft eben aufgreifen. Das war früher nicht so. Das war wenigen Menschen vorbehalten. Sie wissen, es waren meistens Männer, es waren Patriarchen, es waren Figuren, die es verstanden haben, Kapital aufzugreifen, die eine Chance sahen, viele Menschen in ihre Firma zu bringen und. Brauche ich nicht erklären. Heute ist das Thema Entrepreneurship für alle offen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und warum ist das für alle offen? Weil wir heute Bedingungen haben, anders wie früher, die Gründen wesentlich erleichtern. Dazu gehört, dass wir eine arbeitsteilige Gesellschaft haben und über Arbeitsteilung uns vieles holen können, was man früher selber machen musste. Es liegt daran, dass wir heute Technologien haben, die nicht mehr so kapitalaufwendig sind. Ein Stahlwerk gründen war extrem kapitalaufwendig. Eine Textilfabrik, Eisenbahnbau, eine chemische Fabrik. Das sind riesige, kapitalintensive Veranstaltungen. Heute, wissen Sie, kann man am Küchentisch mit seinem Laptop gründen. Es gibt immer noch Bereiche, wo man sehr kapitalintensiv gründet. Medikamentenentwicklung ist eine, Softwareentwicklung, solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen kann man aus dem, was vorhanden ist, mit kleinen Mitteln gründen. Das ist ein Novum in der Wirtschaftsgeschichte. Das gab es früher nicht. Und das heißt, dass wir heute Zugang zu einem Bereich haben, Wirtschaft, aktiv in dieser Wirtschaft teilzunehmen, wo dieser Zugang früher nicht vorhanden war. Das ist eine historische Wendemarke. Ich sage das deswegen, weil wir ja in der Politik ein Vorbild haben. Politik war früher Sache der Fürsten und ihrer Generäle, kann man sagen. Und dann hat man Jahrhunderte dafür gekämpft, diese Fürsten, diese Machthaber
in ihren Rechten zu beschränken. Von der Magna Carta bis heute ist das ein Kampf gewesen für Demokratie, mehr Menschen an den Entscheidungen zu beteiligen. Und eine Wendemarke in der Politik war das Jahr 1832. Ich erinnere, Hambacher Fest, zum ersten Mal, dass Menschen in großer Zahl sagten, wir lassen uns nicht mehr von den wenigen Fürsten lenken, sondern wir wollen selber mitbestimmen. Wir wollen selber aktiv an Politik teilnehmen. Das war 1832. Das war eine Wendemarke der Politik. Die Vorstellung, eine revolutionäre Vorstellung, dass die Stimme von normalen Menschen genauso viel wert ist wie die der Fürsten und Generäle. Und da gab es viele Argumente dagegen. Diese Bauernköpfe sind zu dumm, Frauen kann man schon überhaupt nicht an Politik beteiligen und. Sie wissen, von konservativer Seite wurde immer gegen diese Vorstellung, dass Demokratie etwas ist, wo alle mitbestimmen können, gegenargumentiert. Und heute ist das bei Ökonomie auch noch der Fall. Heute haben wir zum ersten Mal Chance wie 1832 in der Politik, dass wir sagen, wir können in der Ökonomie mit, das Wort bestimmen geht mir nicht so gut von der Zunge, weil man immer gleich an Mitbestimmung denkt. Also so Gewerkschaft und Funktionäre und die in großen Konzernen dann im Aufsichtsrat mit dabei sind. Also was ich meine ist, aktiv teilnehmen, aktiv als Anbieter mit einem eigenen Unternehmen teilnehmen im Markt, was früher nicht möglich war. Also wir stehen in Sachen Ökonomie dort, wo die Politik 1832 stand. 1832. Und das ist die Parallele. Heute geht es darum, dass wir die Ökonomie nicht von wenigen Menschen prägen lassen und deren Wertvorstellung und deren Generälen, heute so die Manager, heute sind die Bedingungen anders. Das ist wichtig. Das ist auch deswegen wichtig, weil wir damit die Chance haben, mit unserer eigenen Initiative Teil einer größeren Sache zu sein. Das ist immer gut. Es haben sich oft die Ideen oder Aktionen durchgesetzt, die Teil einer größeren, einer höheren Sache waren. Sie wissen, Victor Hugo, wenn die Zeit gekommen ist für eine Idee, dann bekommt die auch Power. Vorher war man Außenseiter, Spinner. Und wenn die Zeit gekommen ist, kriegt das Power. Und das ist heute in der Ökonomie. Wir haben die Chance, aktiv mitzuhalten. Das ist eine große Geschichte. Und Teil davon zu sein, heißt auch, Teil einer Bewegung zu sein. Und das heißt, ich habe auch Unterstützung. Ich habe den Rückenwind der Zeit, des Zeitgeistes, dessen, was die Menschen bewegt. Das ist ein Riesenunterschied. Dann brauchen Sie nicht teuer Marketing einkaufen und sagen, hier, mein Name, Schmidt, Schmidt, Schmidt und hoffen, dass das irgendetwas bewirkt. Und außerdem ist es das Spiel der Großen, wo wir sowieso nicht mithalten können. Also diese Chance, also die erste Generation mitzuspielen in diesem Klang von, ja, da haben wir es, in dieser Bewegung von wir machen Ökonomie. Nochmal einen Moment zurück zur Politik, weil da immer ein Missverständnis ist, was ja bis heute durchklingt. Es gibt heute noch Antidemokraten, die sagen, wieso kann ein ungebildeter Bauer genauso mitbestimmen wie ich selber, der einen Hochschulabschluss hat oder so weiter. Es gibt ja heute noch, und Sie wissen, dass das ist sogar eine sehr starke Bewegung, diese antidemokratische Bewegung. Das Missverständnis liegt darin, dass man sagt, ja, diese Fürsten und Generäle, das sind so irgendwie böse Menschen und wir Bürger, wir Arbeiter, wir Frauen sind doch die besseren Menschen. Das ist Quatsch. Wir sind nicht die besseren Menschen. Die Idee der Demokratie war nicht, dass man gegen die Fürsten ist, weil wir die besseren Menschen sind, sondern die Idee der Demokratie ist, dass mit anderen Interessen, mit den Interessen aller Beteiligten, ein Ringen um den richtigen Weg möglich ist und nicht nur mit den Interessen der Fürsten und ihrer Generäle. Das ist die Grundidee der Demokratie. Und übertragen auf Wirtschaft heißt das, wir sind nicht die besseren Menschen als diese Unternehmenslenker großen Stils, sondern wir haben andere Interessen und vor allem haben wir auch andere Werte.
Und diese anderen Werte sind ausschlaggebend. Ein Fürst mit seinen Generälen hat andere Werte. Der denkt in seinem schönen Schloss nach, wie er sein Imperium ausdehnen kann. Und ob es gerade opportun ist, gegen den Nachbarstaaten Krieg zu führen oder nicht, ob man den vielleicht gewinnen kann. Und dann geht man in der Geschichte ein als Max der Große, weil man sein Gebiet vergrößert hat. Das ist ein sehr enges Interesse, das ist das Interesse der Fürsten. Das Interesse der Bürger war ein anderes. Die wollten ihre Ökonomie machen. Das Interesse der Arbeiter war ein anderes. Das Interesse der Frauen war auch ein anderes. Und ihre Werte sind auch anders. Eine Mutter mit zwei Söhnen denkt anders über Krieg als der Fürst mit seinen Generälen. Das ist der Kern von Demokratie. Und das Übertragen auf Ökonomie heißt, wir mit unseren Werten denken anders als diese Gewinnmaximierer in den Etagen großer Unternehmen und der Investoren hinter ihnen. Das heißt nicht, dass wir gegen Gewinn sind oder dass wir gegen Einkommen für uns sind oder dass wir dagegen sind, dass man mit seinem Unternehmen, wenn es klappt, ein vielfacher Millionär ist, sondern es heißt einfach, wir haben andere Prioritäten, wir haben andere Werte, vielleicht nicht nur Gewinnmaximierung, sondern auch, wie man Menschen ein vernünftiges Produkt geben kann, wie man schlechte Produkte durch bessere ersetzen kann, auch wenn die schlechten Produkte im Markt sehr gut etabliert sind. Coca-Cola ist einfach kein gutes Produkt und auch das mit Zero-Kalorien ist auch kein gutes Produkt. Das hat einen Haufen Chemie drin. Und man kann Cola besser machen als Coca-Cola. Und dass das nicht passiert, hängt damit zusammen, dass die Menschen an Marken glauben und glauben, hinter der Marke steht eine hohe Qualität und dass man ein Stück weit an dieser Überzeugung rütteln muss. Und das sind ja nicht wir die Ersten. Es gibt eine Stiftung Warentest und es gibt natürlich Warenvergleiche und es gibt eine Diskussion über Zucker in der Ernährung und, und. Also wir sind nicht die Einzigen. Ich will damit sagen, wir haben eine Chance, in diese Ökonomie einzugreifen. Und das ist ein Stück mehr, und das gibt uns Rückenwind. Es ist ein Stück mehr, als nur zu sagen, ja, jetzt mache ich mich selbstständig und versuche da mal so mein Glück. Damit komme ich zum Thema Selbstständigkeit. Wir sind nicht ein Verein hier, der die Leute selbstständig macht. Simon, wenn Sie die Folie Selbstständigkeit zeigen. Das Ziel ist nicht Selbstständigkeit. Natürlich kann man sagen, jeder Unternehmer ist rechtlich auch selbstständig, ja. Aber das Ziel ist nicht, ein kleiner Selbstständiger zu werden. Warum? Weil ich damit nicht überleben kann. Ich kann mit dem, wenn ich nur selbstständig bin, also ungefähr das mache, was alle anderen auch machen. Ich verkaufe Schuhe oder ich mache einen Copyshop oder ich mache irgendwas, ein Restaurant. Da lande ich in der Regel, und das ist ja statistisch gut belegt, im Prekariat, also bei den Leuten, die hart arbeiten müssen und die wenig dabei verdienen. Und die in der Regel auch, weil sie sich in eine schlechte Position manövriert haben, frustriert sind und überfordert sind und auch überlastet sind. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, Kopfschlägkapital, was diese Selbstständigen versucht zu verstehen und zu sagen, Leute, so klappt das nicht. Ihr müsst etwas darüber hinausgehen. Nächste Folie, bitte. Ihr müsst darüber hinausgehen. Entrepreneurship ist was anderes. Entrepreneurship im Verständnis von Schumpeter ist Innovation. Wir müssen etwas machen, wenn wir uns im Markt behaupten wollen und nicht nur behaupten, sondern auch ordentlich verdienen wollen. Wir wollen ja ein angenehmes Leben führen und nicht uns als Selbstständige zu Tode arbeiten, wo die Eltern dann, weil sie die Erfahrung selber gemacht haben, sagen, Kind, wird bloß kein Selbstständiger, sieh zu, dass du Beamter wirst oder beim Staat oder irgendwo angestellt wirst, aber bloß nicht selbstständig sein. Also um rauszukommen aus dieser Falle von Selbstständigkeit, ich sehe das richtig als eine ökonomische Falle, braucht man sowas wie Innovation. Damit ich draußen erfolgreich bin mit meiner Gründung, muss ich besser sein als das, was im Markt ist. Das ist ein erster Hinweis, wie wichtig das Konzept ist. Ich muss besser sein. Wenn ich so bin wie alle anderen, die schon draußen sind,
habe ich nur Nachteile auf meiner Seite. Die draußen haben schon Kunden. Die Menschen wissen, wo sie hingehen müssen, um Tee zu kaufen, um Kaffee zu kaufen, um irgendetwas zu bekommen. Die haben nicht darauf gewartet, dass sie kommen. Die haben schon Kunden, die haben schon die Fehler hinter sich, die haben schon Rücklagen, die haben schon Krisenerfahrungen, die kennen ihre Kunden. Das sind alles Vorteile, die sie nicht haben. Also der erste Merksatz hier in der Masterclass heißt, wir reden hier nicht von Selbstständigkeit, sondern wir reden von Entrepreneurship. Und das heißt, wir müssen etwas Innovatives haben. Und das Innovative, da werden wir später zu kommen, heißt nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, sondern möglichst viele Alleinstellungsmerkmale. Denken Sie an das Labormännchen, das werden wir Ihnen irgendwann noch zeigen. Das muss auf vielen Füßen stehen und nicht nur auf einem. Soweit zu Entrepreneurship. Jetzt würde ich noch gerne was sagen zu dem, wieso draußen, wir sind noch nicht in der Breakout-Session. Ja, genau. Wenn Sie mit normalen Ökonomen sprechen, wenn Sie Lehrbücher aufschlagen, dann gibt es dort immer so einen Vierklang. Der heißt normalerweise Kapital, Team, Management, Konzept. Und ich greife mal zwei Punkte als erstes heraus. Team und Management. Klar kann man sagen, ein gutes Team kann auch mit einer zweitklassigen Idee oder sogar einer drittklassigen Idee zum Erfolg kommen. Absolut richtig. Das ist auch häufig belegt. Also in der Managementsprache heißt das, it's execution that matters. Also die Durchführung ist eigentlich entscheidend und nicht so sehr, ob die Idee wirklich hervorragend ist oder nicht. Ein gutes Team schafft eben auch mit einer zweit- oder drittrangigen Idee den Durchbruch und schafft den Erfolg. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich sage immer, auch mit einem toten Pferd kann man gewinnen. Also ein totes Pferd, starke Männer, die das hochheben und tragen, wenn die stark sind und gut rennen können, kann man auch mit einem toten Pferd in das Rennen gehen. Also mit einer schlechten Idee. Und wenn man viel Kapital hat, dann kann man das tote Pferd auf einen Porsche schnallen und dann kann man richtig mithalten. Und in der Regel, wenn man den Porsche richtig fährt und so, kann man damit auch gewinnen. Wir können sogar mit einem toten Pferd gewinnen. Ich behaupte, da draußen im Markt hat es einen Haufen halbtote und tote Pferde, die auf Porsche geschnallt im Markt gewinnen. Und Coca-Cola ist so eines davon. Meine Antwort darauf heißt nicht, Team ist unwichtig, sondern meine Antwort heißt, es ist keine gute Ökonomie. Es ist eine Ökonomie, die verschwendet. Warum soll ich mit einer zweit- oder drittklassigen Idee antreten? Warum soll ich nicht eine erstklassige Idee ausarbeiten? Da werden wir dazu kommen. Da gibt es Methoden dazu, wie man Sichtachsen findet, wie man von den Funktionen ausgeht und. Ich habe mal versucht, diese ganze Kreativitätsliteratur ein bisschen zusammenzufassen und einfach auszudrücken. Das werden wir dann durchgehen. Also man kann durchaus mit Mitteln, die vorhanden sind, erstklassige Ideen ausarbeiten. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch gemacht. Das zum Stichwort Team. Man muss noch dazu sagen, Teams haben den Honeymoon. Also jeder, der allein gearbeitet hat und dann mal ein Team erfährt, was so halbwegs funktioniert, ist begeistert. Das ist natürlich sehr viel angenehmer, in einem Team zu arbeiten, als allein zu arbeiten. Da kommen mehr Anregungen rein, es hat einen Unterhaltungswert, vielleicht findet man die anderen sympathisch. So. Teams haben den Honeymoon, das ist absolut richtig. Und der Honeymoon vergeht aber. Das ist wie in der Ehe auch. Das hat am Anfang diesen Honeymoon, ja, aber dann kommen halt die Probleme. Und es ist gut, wenn man sich Partner sucht, die in den Problemen dann
standhalten und ein Stück weit die unterschiedlichen Sichtweisen das Team nicht zerreißen. Aber das passiert eben oft und Teams haben eben nicht selten auch sehr bittere Erfahrungen, bis hin, dass man sich vor Gericht trifft und da streitet und sich gegenseitig da versucht, an die Gurgel zu fahren. Also Teams, ja, so. Und noch ein Satz dazu, Team heißt im Grunde genommen, Arbeitsteilung zu betrachten. Wie kann ich das, was ich nicht kann, ergänzen? Das kann man durch Team, das kann man aber auch durch andere Formen von Arbeitsteilung. Eigene Angestellten sind eine Form von Arbeitsteilung. Oder man sagt, ich hole mir von außen, nicht in die Firma, in der Firma ansiedeln, sondern ich hole mir von außen Leute, die Aufträge erfüllen, sodass ich eine kleine Firma habe und vieles mit Leuten von außen mache. Ich nenne das Gründen mit Komponenten. Zum Stichwort Management. Da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist der Horizont, das, was so Führung heißt, ein Unternehmen führen, den Horizont im Auge haben, welche neuen Trends entstehen, welche neuen Technologien, welche Konkurrenten treten auf, welche Konkurrenten könnten auftreten, wo erkenne ich die früh. Das ist so dieses Führungsteil im Management. Management heißt natürlich auch, das Tagesgeschäft organisieren, Ordnung halten, Routinen finden, sodass man nicht jeden Morgen mit seiner Mannschaft neu anfängt zu denken, sondern dass jeder weiß, was er zu tun hat. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche und das Wort Management passt an der Stelle nicht. Ich finde, es ist besser zu sagen Leadership, es geht um Leadership. Und auf der anderen Seite geht es um sowas wie Ordnung halten, Routinen finden. Und wenn ich das auf Gründen übertrage, dann heißt das halt, das Management von jetzt 2, 4, 5 oder 10 Leuten, na, da braucht man nicht ein BWL-Studium. Die deutsche BWL ist entwickelt worden, weil Großunternehmen entstanden, so 1880 folgende. Man kann eine AEG, man kann eine Siemens, man kann eine Krupp-Firma nicht so mit Daumenregeln leiten. Aber bei 5 oder 10 oder 20 Leuten erreichen die Daumenregeln. Ich sage immer, eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern hat oft mehr Ahnung von Organisation als Leute, die so ein ganzes BWL-Studium gemacht haben. Wie gesagt, BWL ist gut für Großunternehmen. Dafür ist sie auch entwickelt worden. Nicht für einen Haufen von Gründern, die so kleine Gruppen haben. Das kann man anders machen. Deswegen ist in unserem Zusammenhang dieses Management Ordnung halten nicht so wichtig. Wenn man es selber nicht kann oder nicht machen will, holt man sich jemanden, der ein bisschen Organisationstalent hat. Führung, Leadership, das ist was anderes. Da muss der Gründer, muss die Gründerin sein. Leadership ist den Horizont im Auge haben. Aber es sind zwei völlig verschiedene Anforderungen. Der Horizont hat was zu tun mit Sichtachsen, Muster erkennen, Neues frühzeitig erkennen. Das ist ungefähr das Gegenteil von Ordnung halten. Wenn Sie auf die Kunst übertragen, dass Sie ein Künstler, der Neues entwickelt, ist das Gegenteil von Ordnung halten. Der Ordnunghalter wird den Künstler nicht mögen, weil er ständig in Frage stellt, ständig was Neues macht. Das ist der Feind von Ordnung halten. Also in diesem Begriff Management verbergen sich zwei völlig verschiedene Anforderung. Das eine ist Horizont, das hat mehr mit dem Künstler zu tun, Dinge erkennen, möglichst bevor andere sie auch erkennen und Ordnung halten. Das war jetzt mein Punkt, ein bisschen zu sortieren, womit wir es zu tun haben. Und jetzt würde ich gerne, dass Sie in eine Breakout-Session gehen und das mal für sich rekapitulieren. Leuchtet Ihnen das ein? Ist das für Sie verständlich, wenn hier zu Team und Management gesprochen wird. Und vielleicht noch ergänzend dazu, man bitte sagt bestimmt auch einen Protokollführer, der die Ergebnisse so ein bisschen festhält, weil wir euch bitten würden, die nachher dann in den Chat zu schreiben. Und der Chat ist dann sehr wertvoll, weil es für alle dann zur Verfügung steht. Till wird euch jetzt in die Breakout-Session reinbringen. Genau.
Ich muss nur gerade noch ein Falltier isolieren. Es sind so viele Menschen heute, dass ich da immer lange scrollen muss, bis ich eine Person finde. Und Herr Faltin, wo haben Sie Lust, auch eine Breaker Session mitzumachen? Das war ein Spaß. Später vielleicht. Ja. Genau, die Breakout Sessions sind so für 20, 30 Minuten angesetzt. Mindestens würden wir sagen, so 20 Minuten das zu diskutieren. Wenn ihr schon nach 20 Minuten fertig seid, könnt ihr auch gerne nochmal dann kurz die Beine vertreten. Okay, dann. Und dann treffen wir uns um 10 Uhr wieder hier im großen Chat. Viel Spaß. So, dann, das war die erste Breakout-Session. Wie Simon gerade schon meinte, uns interessiert natürlich sehr, was eure Ergebnisse aus der Diskussion zu den Input von Faltin ist. Und das üben wir jetzt noch ein bisschen, da fangen wir gerade erst an mit. Wie Simon auch meinte, am einfachsten und am schönsten für uns ist es immer, wenn ihr eben deswegen auch diese Protokollführerin diese Ergebnisse dann direkt nach der Breakout-Session in den Chat schreiben könnt. Dann hat Herr Faltin die Möglichkeit und wir vom Team auch, uns das ein bisschen durchzulesen. Das geht in der Regel ein bisschen schneller und vor allem haben wir aber auch eine schöne Dokumentation für die, die dann im Nachgang sich das in der Aufzeichnung nochmal anschauen wollen. Die können das dann mit dem Chat begleitet quasi nachverfolgen. Deshalb jetzt die Bitte, ihr kriegt nochmal ein bisschen Minuten, die geben wir euch. Schreibt das eure Ergebnisse gerne in stichpunktartig in den Chat. Wenn ihr euren Gruppenraum noch wisst, könnt ihr auch die Gruppennummer dazu schreiben. Das ist aber nicht primär wichtig. So, und da geht's schon los. Ei. Jetzt wieder eine Runde, wie viel zu lesen ist, Herr Faltin. Ja, ich lese gerade noch im Chat. Es ist ein bisschen schwierig, auf die einzelnen Fragen einzugehen. Was mir wichtig war, ist, Sie mitzunehmen, ob diese Überlegung, dass Team und Management natürlich ihre Rolle haben, aber nicht ausschlaggebend sind für den Erfolg. Es sei denn, man sagt, mir ist egal, um was es geht, und ich möchte Erfolg haben. Also das ist das mit dieser zweit- und drittrangigen Idee. Ich vergleiche es immer mit dem Zehnkampf. Wenn ich in einer Disziplin sehr gut bin, kann ich in anderen Disziplinen auch schlechter sein und trotzdem gewinnen. Also wenn ich in einer Disziplin herausragend bin, bekomme ich so viele Punkte, dass ich diese schlechteren Teile im Zehnkampf ausgleichen kann. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich etwas habe, wo ich besonders gut bin. Und wir können auf der Ebene Management nicht so mithalten, wie das Große können. Wir können vor allem auf der Ebene Kapital nicht so mithalten. Kapital ist das Spiel der Großen. Also anders gefragt, wo habe ich denn als Kleiner, als Anfängerin eine Chance? Und wenn man das hin und her wendet, kommt man immer drauf, im Konzept. Im Konzept. Ich kann natürlich etwas aufgreifen, was die Menschen bewegt, was ich in einem großen Unternehmen, das mal etabliert ist, das seine festen Produkte hat, was das nicht so kann. Und Sie sehen ja, dass die großen Unternehmen nicht unbedingt gut entscheiden. Also wenn der Chef von Bayer Monsanto kauft für einen riesigen Preis, dann fragt man sich, hat der nicht verstanden, welche Diskussion es um Monsanto und Glyphosat und alle diese Produkte gibt? Nimmt der die Menschen nicht ernst oder nimmt das überhaupt nicht wahr? Gut. Gibt es jemanden, der sagt, für mich ist Team und Management viel entscheidender als das Konzept? Dann würde ich gerne das nochmal aufgreifen. Gibt es jemanden, der sagt, nein, diesem Konzept leuchtet mir nicht ein? Weil das ist eine Basis hier in der Masterclass, dass wir sagen, wir können bei Kapital nicht mithalten.
Wir können auch bei anderen Punkten nicht mithalten, mit den Großen. Das ist immer so ein David gegen Goliath-Problem. Aber wir können auf unserer Ebene besser sein, ich behaupte sogar deutlich besser sein als die Großen, wenn wir uns auf das kaprizieren, wenn wir uns auf das werfen, wo wir Chancen haben. Ja, ich würde vorschlagen, machen wir weiter. Eine Handmeldung gab es doch tatsächlich. André. Ja. Ja, ich teile, Professor Faltin, ich teile die Ansicht, dass das Konzept natürlich entscheidend ist. Nur dass, wenn man der Punkt ist, das Konzept fällt ja nicht vom Himmel. Und das Konzept oder unsere unternehmerische Idee entsteht ja im Austausch, sagen wir irgendwie mit dem, was wir lesen, was wir in der Umwelt wahrnehmen, was wir an Problemlagen in der Welt sehen. Ja? Und da sind natürlich die Menschen auch unterschiedlich. Und ich erlebe das bei mir selbst zum Beispiel so, dass ich im Dialog mit anderen, ja, sozusagen irgendwie auch inspiriert werde, Dinge zu sehen. Ja? Und ist das nicht zwangsläufig, wie Sie sagen, Teamarbeit, aber sagen diese Thematik, ich bin ja nicht ein Individuum, was irgendwie völlig losgelöst ist von allen menschlichen Kontakten, ja? Sondern im Gegenteil, wir werden ja irgendwie auch kreativer, wenn wir im Dialog mit anderen irgendwie über Dinge nachdenken. Insofern ist, wenn man Teamarbeit versteht als etwas, wo man im Dialog mit anderen über Dinge nachdenkt, ja? Deswegen wäre mir so dieser Gedanke, es ist nur das unternehmerische Konzept und alles andere kommt erst später, das wäre mir zu einseitig. Ich meine schon, dass sozusagen der Austausch mit anderen ganz entscheidend ist, um auch das richtige unternehmerische Konzept wieder erarbeiten zu können. Da haben Sie einen interessanten Punkt angesprochen. Natürlich muss man sich mit anderen austauschen. Im Gegenteil, das ist sogar ein großer Vorteil von uns. Ich würde das die Crowd nennen, also die anderen Teilnehmer. Das werden wir später auch sehr ausführlich machen, dass wir, wenn jemand sein Konzept vorträgt, wir dann die Crowd einbringen und sagen, können wir das nicht gemeinsam besser? Und siehe da, das zu fast 100% wird das deutlich besser, wenn man in der Gemeinschaft darüber, in der Crowd darüber spricht und alle ihre Ideen dazu einbringen. Also bei Team meine ich natürlich die 2, 3, die als Team das Startup machen. Wenn ich dann mich mit anderen unterhalte und versuche, mit der Welt verknüpft zu sein und aufnehme, was da sich alle so bewegt, ist das ganz wichtig. Da haben Sie völlig recht, das ist eine Voraussetzung für ein gutes Konzept, dass ich wach bin, dass ich auch aufnahmefähig bin, dass ich Neues erkenne, wahrnehme. Das würde ich aber nicht Team nennen, das würde ich nennen, mit der Welt verbunden sein, mit den Menschen draußen verbunden sein. Also wenn wir hier von Team reden, dann meinen wir, was die Venture-Capital-Leute auch Team nennen, die 2, 3, die das Unternehmen führen, managen. Und da gibt es eine Literatur, die eigentlich ein Stück weiter ist und sagt, es ist gar nicht so sehr das Team als homogene Masse, sondern man muss eine Arbeitsteilung finden. Und die heißt nicht unbedingt, dass alle gleichberechtigt sind. Also in der englischen, amerikanischen Literatur, die da ein Stück weiter ist, weil sie Entrepreneurship in ihrer Kultur besser verankert haben, die sprechen von Lead Entrepreneur und Management Team. Lead Entrepreneur und Management Team. Und der Lead Entrepreneur können auch 2 Leute sein. Aber es ist naturgemäß ungleich verteilt. Zu sagen, wir sind ein Team und da müssen alle gleichberechtigt sein, er hat schon den Keim von Bruch in sich, weil sie werden selten Leute finden, die alle genau gleichmäßigen Anteil einbringen, die sich gleichmäßig mit der Sache identifizieren. Deswegen ist es gut, so eine Unterscheidung im Kopf zu haben wie Lead Entrepreneur und Management Team. Ich brauche Arbeitsteilung, ich brauche jemanden, der das Rechnungswesen macht, ich brauche jemanden, der die Logistik überwacht, ich brauche jemanden, der das IT versteht. Das heißt aber nicht, dass alle gleichberechtigt in der Firma mitsprechen können oder alle gleiche Rechte haben.
wenn Sie sowas zusammenstellen, passen Sie sehr auf, dass Sie selber, wenn Sie der Urheber sind und dieses Unternehmen gründen wollen, dass Sie die Mehrheit am Unternehmen haben und nicht einer von mehreren sind. Und ja, also Lead Entrepreneur, ich ermuntere alle Gründer, Gründerinnen, möglichst lange die Mehrheit in dem Unternehmen zu haben, weil sonst werden sie angestellt. Jemand andere die Mehrheit hat. Wenn Entscheidungen gegen sie fallen, dann sind sie nicht mehr die Gründerin oder der Gründer. Dann sind sie in dem Kampf um Richtungsentscheidung. Und wenn sie da unterliegen, ist es ein Stück weit auch nicht mehr ihr Unternehmen. Aber da kommen wir alles noch dazu, nur so mal in den Raum geworfen, weil manche Menschen sagen, ja, es muss doch Gleichberechtigung sein, es haben doch alle die gleichen Rechte. An der Wahlurne, in der Politik ja, aber hier im Unternehmen gibt es Menschen, die sich mehr engagieren, die mehr hinter der Idee stehen. Es sind Ideenkinder und es ist ihr Ideenkind. Und ich bin bei Teams skeptisch, wenn es Teams sind, die alle dieses Lead Entrepreneurship machen. Ich bin bei Teams positiv, wenn man eine Arbeitsteilung hat und sagt, du machst das, du machst das, du bist 10 Stunden in der Woche dabei, der andere ist 20 Stunden dabei, einer ist vielleicht 60 oder 80 Stunden dabei. Die mit Gewalt in eine Gleichberechtigung zu zwingen, hat schon den Keim von Versagen in sich. Und Herr Faltin, bei den Startups, die und den Unternehmen, die bei uns entstanden sind, ist ja teilweise die Arbeitsteilung ganz anders. Ich erinnere mich an Holger Johansson bei iBüro. Er hat ja einen Geschäftsführer auch eingesetzt und hat sich selber dann teilweise in der Marketingrolle besser gesehen und hat dort seine Stärken ausgespielt. Das heißt also nicht, dass sich unbedingt als Gründer auch dann Geschäftsführerrolle und sowas machen muss, sondern ich kann mir, das ist ja der große Vorteil von Entrepreneurship, dass wirklich meinen Arbeitsplatz, Arbeitsort so einrichten, wie es zu mir, zu meinen Stärken passt. Ja, also stimme ich zur Person. Bei Holger Johansson war es so, er hat einen Manager eingesetzt, aber der Manager hat keine Anteile gehabt an der Firma. Also das sind ganz verschiedene Ebenen. Arbeitsteilung, ja, natürlich, unbedingt, nicht alles selber machen. Da werden sie ein kleiner, überarbeiteter Selbstständiger und auch überfordert, überlastet, sondern Arbeitsteilung nutzen. Aber wem die Firma gehört und wie viele Anteile sie abgeben und wen sie beteiligen, ist eine ganz andere Frage. Und da wäre ich immer extrem vorsichtig. Und dieses, na, ich kann dich nicht gut bezahlen, aber hier hast du 5%, dann gebe ich 2%, dann gebe ich 10%. Sind typische Anfängerfehler beim Gründen. Aber das kommt alles später. Also mir war es wichtig zu sagen, klar brauchen wir Team, klar brauchen wir Management. Man muss ein bisschen genauer hingucken. Wie geht man mit Team um? Wie bildet man ein Team? Arbeitsteilung, unabhängig davon, wem was gehört. Und beim Management ist es bei kleinen Unternehmen noch nicht das Problem des großen Laden übersichtlich und kontrolliert managen zu können, sondern da ist es mehr so ein bisschen, wer hat Organisationstalent? Eine Sache und die andere Sache ist dieses Leadership. Wer hat einen Blick dafür? Wer hat Talent dafür? Wer hat Lust daran, den Horizont im Auge zu halten? Und die wenigsten Menschen können beides. Die, die den Horizont im Auge behalten, können in der Regel nicht gut organisieren und so weiter. Und nochmal auch schon mal vorweg diesen Satz von Ingvar Kamprad, den ich faszinierend finde. IKEA, ein wirklich gut organisiertes Unternehmen, weltweit gut organisiert. Und der Gründer, Ingvar Kamprad, sagt, ich bin ein katastrophaler Organisator. Das ist ein ganz wichtiger Satz zu sagen, ich muss nicht alles können im Unternehmen. Wenn ich ein schlechter Organisator bin, muss ich mir jemand holen, der gut organisieren kann. Aber ich muss nicht in der Rolle bleiben, sondern ich kann arbeitsteilig das machen. Das kann sein durch ein Team, das kann sein durch Mitarbeiter, die ich dafür einsetze. Das kann sein, dass ich mir Leistungen von außen hole,
wenn ich sie selber nicht im Unternehmen haben will. So, das war das Stichwort Team und Management. Gehen wir mal eins weiter, Stichwort Kapital. Der große Fortschritt, die Wende war, dass wir heute nicht mehr so viel Kapital brauchen. Das sage ich mit einem weinenden Auge. Das waren wir schon mal in den 90er Jahren, auch Anfang der 2000er. Dass es klar war, Mensch, wir können mit einem Laptop, wir können mit einer guten Idee, wenn man die ausarbeitet, wenn man Konzepte ausmacht, kann man gründen. Es gab ja auch viele Gründungen, die das gemacht haben, erfolgreich. Und dann kam Venture Capital und auf einmal war doch wieder Kapital im Vordergrund. Oder nehmen Sie die Höhle des Löwen. Das ist auch, da ist irgendwie ein Trüppchen, das so mit einer Idee kommt. Und erst wenn die Investoren es interessant finden, wenn die Investoren ihr Kapital geben, dann wird dieses Würstchen oder diese Gruppe mit seiner Idee sozusagen zu was Großem und kriegt den Ritterschlag, jetzt seid ihr anerkannte Gründer. Das ist natürlich Wahnsinn. Wieso sollen die Investoren so besonders gut sein? Wieso soll Kapital den Ausschlag geben? Das können Sie sagen, klar. Das ist das mit dem toten Pferd. Mein Beispiel mit dem toten Pferd. Natürlich kann man mit viel Kapital etwas bewirken. Das ist überhaupt keine Frage. Sie können ein teures Werbebüro einschalten. Sie können die besten Mitarbeiter von anderen abkaufen. Sie können das Ihre Idee auf einen Porsche schnallen und damit Geschwindigkeit kriegen. Fast Company ist ja so eine Zeitschrift. Also die alten, früher war es langsam, heute muss es schnell sein. Und dazu braucht man viel Kapital. Gegenteil dazu wäre Bootstrapping. Ich mache es aus meinem eigenen Umfeld aus. Wenn ich ein gutes Konzept habe, funktioniert das auch. Nehmen Sie das Beispiel Teekampagne. Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob wir Kapital hatten oder nicht, es war jedenfalls kein Thema. Und der Punkt war, es war so ein gutes Konzept, dass wir geradezu überwältigt wurden mit Käufen und nicht hinterher kamen. Wir hatten ein Managementproblem, weil wir mit einer massiven Nachfrage konfrontiert werden, die wir gar nicht leisten konnten. Wir waren immer ein Jahr hinter dem her, was wir hätten leisten müssen. Und die Leute haben sich geärgert und auch uns beschimpft. Wann kommt denn endlich mein Tee? Also unser Management war nicht gut, aber das Konzept war gut. Und wir mussten nicht werben, wir mussten kein Marketing machen. Es hat sich rumgesprochen, da ist ein Tee ein Drittel so teuer wie die anderen, aber machen ein Wiederaufforstungsprojekt, machen Fairtrade, machen Rückstandsanalysen, ja. Wie geht das? Kann doch gar nicht sein. Das ist doch Quatsch, was die erzählen. Wenn sie fair trade sind, wenn sie das sind, dann können sie doch nicht preiswerter sein wie die anderen. Wer erzählt denn so einen Quatsch? Das hat sich dann umgesprochen. Doch, es geht. Wenn man einen gesamten Zwischenhandel überspringt, weil man nur eine Sorte Tee handelt, statt wie jedes Teegeschäft 50 Sorten, 100 Sorten, 150 Sorten. Wenn ich nur eine Sorte Tee handle, dann kann ich Einkaufsmengen generieren, die so groß sind, dass ich am gesamten Zwischenhandel vorbei kann. Wie groß ist denn die Menge? Na, eigentlich 4 Tonnen. Puh, eine Menge. Damit ich die verkaufe, muss ich sehr, sehr gut sein. Muss ich extrem gute Vorteile haben. Das heißt, ich muss etwas zusammenstellen, ein Konzept, was so gut ist, dass ich aus dem Stand 4 Tonnen Tee verkaufen kann. Das heißt, da muss ich mich wirklich hinsetzen, da muss ich recherchieren, da muss ich überlegen. Da muss ich diese ganze britische Kolonialarchitektur von Teehandel umwerfen und mir was Neues ausdenken. Das ist nicht ein Einfall. Selbst wenn Sie durch den Wald gehen und Ihnen kommt der geniale Einfall, nur eine Sorte Tee, dann werden Sie das sofort verwerfen, weil Sie sagen, na, der Teehandel ist nicht so. Wer will denn immer die gleiche Sorte Tee trinken? Das geht doch gar nicht. Also ein wirklich gutes Konzept ist nicht so ein Einfall. Und das deutsche Wort Idee ist auch schlecht. Weil Idee klingt so nach Einfall.
Klingt so nach ein bisschen Idealismus, klingt so nach Praxis. Ja, ja, Ideen gibt es viele, aber Praxis ist was ganz anderes. Also das Wort Idee ist nicht hilfreich, überhaupt nicht. Deswegen spreche ich von Unternehmenskonzept. Entrepreneurial Design. Es ist eigentlich ein Fantasieprodukt aus vielen Teilen, nenne es Gesamtkunstwerk und mit möglichst vielen Marktvorteilen. Das ist der Kern. Und natürlich kann ich, wenn ich viel Kapital habe, auch anders vorgehen. Kann ich sagen, mache irgendwas, aber ich schiebe das mit Werbung, mit einem guten Werbebüro, mit viel, richtig vielen Mitteln. Sie wissen, eine Marke aufbauen, Nestle, Procter & Gamble, da gibt es so Zahlen, die sagen, 4 Milliarden US-Dollars braucht man, um eine neue Marke erfolgreich zu etablieren. 4 Milliarden US-Dollars. Können wir nicht mithalten. Es wäre dumm, wenn wir da versuchen mitzuhalten. Es wäre dumm und gefährlich. Versuchen Sie nie als Goliath, versuchen Sie nie als David, als Kleiner, die Rolle des Goliath zu spielen. Das kann nur schiefgehen. Da gehen Sie kaputt. Sie können nicht ohne diese 4 Milliarden etwas versuchen aufzubauen und dem anderen erfolgreich Konkurrenz zu machen. Das geht nicht. Der David muss sich Waffen ausdenken, mit denen er Goliath schlagen kann. Wir wollen ja nicht in der Nische bleiben. Wir wollen eine andere Ökonomie. Wir wollen eine bessere Ökonomie machen. Und das heißt, wir müssen eigene Waffen finden. Da bietet sich das Konzept an. Beim Kapital können wir nicht mithalten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was können unsere Waffen sein? Und wenn ich durchgehe, Team, können die anderen auch. Kapital können die anderen sogar besser. Management braucht man am Anfang nicht so sehr, sage ich mal, weil es klein und überschaubar ist. So, bleibe ich beim Kapital. Und klar, neulich hat mir jemand gesagt, Herr Faltin, mit Kapital kann man alles. Kapital ist der Schlüssel. Mit Kapital, der kam aus der Raumfahrttechnologie, der sagt, mit genügend Kapital, also mit genügend Schub, kann ich einen Schrank zum Fliegen bringen. Toll. Ein Schrank zum Fliegen bringen. Aber ist das intelligente Ökonomie? Mit viel Schub, also mit viel Kapital, einen Schrank zum Fliegen bringen. Oder ein totes Pferd auf den Porsche zu schnallen. Ist das intelligente Ökonomie? Ist das zeitgemäße, sparsame Ökonomie? Nein, ist es nicht. Es ist Verschwendung. Es ist das Spiel der Großen. Und ja, die sind erfolgreich. Nestle, Procter & Gamble, Henkel, wie sie alle heißen, Coca-Cola, sind hoch erfolgreich, natürlich. Und wenn wir mitspielen wollen, und das ist ja die Idee, zu sagen, wir lassen uns diese Art von Ökonomie nicht mehr gefallen. Wir können Ökonomie besser, ökologischer. Wir müssen sogar Ökonomie besser machen, weil uns die jetzige Ökonomie um die Ohren fliegt. Die schalten nicht um. Die machen Greenwashing, Whitewashing, machen alles Mögliche. Aber die schalten nicht um. Sagen Sie mir einen einzigen Geschäftsbericht, wo steht, wir haben jetzt verstanden, dass mit Wachstum kann so nicht weitergehen. Wir hören jetzt auf zu wachsen. Oder noch besser, wir schrumpfen jetzt jedes Jahr um 3%, um so ein bisschen in die Richtung zu kommen, wie vielleicht Ökonomie nachhaltig sein könnte. Viel weniger Konsum, viel weniger Verschwendung von Material, von Ressourcen. Zeigen Sie mir einen einzigen Geschäftsbericht. Also wenn wir überleben wollen, wenn wir in diesem Planeten einigermaßen friedlich, ohne massive Wanderung, ohne Gewalt, ohne Verwerfungen leben wollen, brauchen wir eine andere Ökonomie. So, und die schaffen wir nicht, wenn wir nach Kapital rufen. Davon abgesehen, dass viel Kapital auch immer heißt Abhängigkeit. Die wollen ja Mitsprache, die schenken ihnen ja nicht das Kapital. Das sind ja nicht Philanthropen, die sagen, war wunderbar. Da gibt es so viele auf der Welt, die brauchen Kapital, verteilen wir es. Sie wollen Einfluss. Sie werden abhängig. Und wenn sie erstmal die Mehrheit verlieren in ihrem Unternehmen, das geht ja rasch, dann sind sie Angestellter. Dann ist es nicht mehr ihr Ideenkind. Dann sind sie nicht mehr Herr oder Frau im Haus. Und dann lernen sie kennen,
wie diese Venture Capital Leute handeln. Die schmeißen sie als Gründerin, als Gründer auch schnell raus, wenn sie nicht funktionieren, wenn sie die Milestones nicht einhalten, wenn sie das, was in diesen Verträgen, sind riesige Verträge, unter 10 Seiten, wenn sie dem nicht folgen, wenn sie das nicht leisten, was da als Milestones drin ist. Also das ist das Thema Kapital. Natürlich ist es ein schönes Spielzeug. Und man kann viel damit machen, aber es steht uns nicht zur Verfügung. Es sei denn, wir wollen uns in Abhängigkeit begeben. Und ich möchte das nicht. Kann Ihnen das auch nicht erwarten. Unterhalten Sie sich mit Leuten, die Erfahrung mit Venture Capital haben. Ich habe einen Haufen Leute, die da wieder rauskommen und sagen, beim nächsten Mal machen wir es nicht. Und Bootstrapping ist eine gute Alternative. Nicht so, ich muss von klein klein und ich bleibe klein, dann bleibe ich ein kleiner Selbstständiger. Sondern Bootstrapping heißt im eigenen Umfeld anfangen und ein begeistertes eigenes Umfeld schaffen von begeisterten Kunden. Und dazu brauche ich wieder ein gutes, überzeugendes Konzept. Also wie ich es auch drehe, ich komme immer darauf, in unserer Situation brauchen wir ein sehr gutes Konzept. Und ein gutes Konzept zu erarbeiten, ist ein Marathon. Das ist überhaupt nicht einfach. Es hat mit Einfall und ein bisschen Idee nichts zu tun. Es ist ein Marathon. Es ist Sisyphus. Und um diesen Marathon zu laufen, braucht man Ausdauer. Und deswegen braucht man viel Energie. Und deswegen muss es stimmig zur eigenen Person sein. Sonst bringt man die Energie nicht auf. Sonst schafft man den Marathon nicht. Also das hängt alles so zusammen. Deswegen ist dieser Ansatz hier ein Versuch, mit Kapital und Konzept zu arbeiten und eben nicht zu sagen, ja, wir haben genügend Kapital und erst das Kapital gibt den Ritterschlag, dass ich da etwas darstelle, dass ich die Voraussetzung habe zu können. Ja. Ich würde vorschlagen, das lassen wir im Setzen, nächste Breakout-Session, und versuchen Sie mal dieses Umgehen mit Kapital, diese Rolle des Kapitals für sich in der Session zu reflektieren. Genau, die nächste Breakout-Session wäre jetzt das Thema diskutieren, die Thesen aus dem Input zu Kapital und Konzept. Gerne wieder mit Protokollführer dazu, dass wir das nachher in den Chat wieder reinschreiben können. Wieder 20 bis 30 Minuten dazu. Wir treffen uns um 11 wieder hier im Chat. Wir holen euch wieder dann dazu rein. So, dann herzlich willkommen zurück aus der Breakout-Session. Die ersten Gruppennotizen kommen auch schon in den Chat. Ihr seid wieder herzlich eingeladen, eure Diskussionsergebnisse in den Chat zu stellen, damit auch Herr Faltin und wir die und die anderen Gruppen sehen können, was sind denn so die Punkte. Ich habe mal versucht, aus den Notizen im Chat herauszuziehen, was man darauf antworten kann und was erklärt, wie wir hier vorgehen. Sie müssen eines bedenken. Die Statistik sagt, 80% aller Gründungen scheitern. Und es gibt eine Menge Hinweise, die sagen, es sind eher 90%. Selbst am MIT, selbst in Tel Aviv, wo sehr gute Gründungsbedingungen herrschen. Also, das sage ich deswegen, weil ja mit großer Überzeugung vorgetragen wird, Opportunity Recognition ist entscheidend, Schnelligkeit ist entscheidend, Team ist entscheidend, natürlich Kapital ist entscheidend. Sage ich immer, diese Sicherheit, mit der Sie das vortragen, steht in krassem Gegensatz zu dem Misserfolg, wenn man die Zahlen anguckt. So. Kann man sagen, naja,
könnte man es denn besser machen? Vielleicht ist das normal, dass 80% scheitern. Da würde ich sagen, wenn Sie eine Firma haben, die 80% Ausschuss produziert, dann würde man die Firma blitzartig schließen. Die würde sowieso in Konkurs gehen, wenn sie 80% fehlerhafte Produkte ausspuckt. Wenn Sie eine Schule haben, die 80% Dropouts oder Durchfallquoten produziert, würde man die Schule sofort schließen. Wenn Sie eine Behörde haben, die 80% Fehler macht, würde man die Behörde sofort schließen. Beim Entrepreneurship wird mit unglaublicher Überzeugung vorgetragen, wie es richtig geht. Ich habe mal den Satz aufgeschrieben, das Kopfschlagkapital fängt so an. So, alle wissen, wie es geht. Auch Kapital, Management, Team. Wenige tun es. Und noch weniger sind damit erfolgreich. Aber alle wissen, wie es geht. Meine Erfahrung ist, dass nicht 80% scheitern müssen. Wir hatten bis vor einiger Zeit sogar 100% Erfolg. Jetzt haben wir auch die ersten Fehlschläge drin. Und wenn ich angucke, wieso passieren bei uns im Umfeld Fehlschläge, muss ich sagen, ja, da haben wir Fehler gemacht. Da haben wir nicht aufgepasst. Da haben wir zu viele Köche mitreden lassen in der Firma. Da haben wir zu sehr die Investoren einbezogen. Da haben wir zu sehr Diskussionskultur gehabt, aber nicht Führungskultur. Also denken Sie mal dann mit den normalen Rezepten, die ja nicht nur jetzt hier in unserer Gruppe, sondern wenn Sie dann draußen sind, werden Sie sagen, das ist doch totaler Quatsch, Kapital. Ja, ich habe eine Idee, ja, was soll ich denn jetzt machen? Das brauche ich doch Kapital, ist doch klar. Oder ich kann es doch nicht allein, ich brauche doch ein Team, ist doch klar. Sagen Sie, ja, ist klar, 80% scheitern, 90%. Und es kommt noch dazu, von denen, die übrig bleiben, die 10 oder 20%, das sind ja nicht großartige Gewinner, sondern das sind Firmen, die so einigermaßen gut über die Runden kommen. Die wirklichen Stars, die hoch erfolgreich sind, sind nicht 20% oder 10%, sondern sind nochmal von diesen 10 oder 20% ein kleiner Teil. Gloria Davenport, eine Professorin am MIT, er hat das mal vorgetragen. Die sagte, 80% scheitern vorneweg und die übrigen 20%, das sind wiederum nur 5% oder was davon, die dann wirklich sehr erfolgreich sind. Bringt mich auf eine andere Sichtweise, die sagt, bei Venture Capital wird mitkalkuliert, dass es reicht, wenn eine von 10 Gründungen wirklich erfolgreich wird. Das finanziert die Verluste aus den anderen Engagements. Wenn eines von 10 Investments richtig gut ist und vielleicht noch ein zweites ein bisschen was bringt, sind die Venture Capital Leute zufrieden. Sie als Gründerin, Gründer, sind aber leicht unter den anderen 8. Also in Ihrem Interesse ist die Sichtweise der VCs nicht. So ähnlich ist es in der Politik. Die Politik ist zufrieden, wenn von 10 subventionierten Startups eines richtig groß wird und Arbeitsplätze schafft. Damit kann sich dann die Politik mit ihrem Programm schmücken. Aber in Ihrem Interesse ist das doch nicht. Sie sind doch, man hat gesagt, das Kanonenfutter in diesen Überlegungen. Für die Venture Capital Leute sind die 8 oder 9, die scheitern, keine große Geschichte. Dann redet man von Scheiternskultur. Die haben wir aber in Deutschland nicht. Und die Politik redet auch nicht von den 8 oder 9, die scheitern, sondern hängt sich an den Hut, dass sie ein großes Unternehmen. Wir brauchen in Deutschland auch ein Microsoft oder ein Elon Musk oder so. Die denken nicht an die anderen. Die denken in ihrer eigenen Logik, wie kann ich als Politiker mein Zeug erfolgreich verkaufen? Wie kann ich als Venture Capitalist meinen Kapitalgebern sagen, ich bin erfolgreich? Dann reicht ein Erfolg von 10. Also es ist einfach nicht in ihrem Interesse. Ich will ja, glauben Sie, dass es mir Spaß macht, eine These zu vertreten? Das Konzept
ist unsere Waffe. Wenn ich mich damit draußen als Außenseiter lächerlich mache. Aber denken Sie daran, diese mit Werbe und Überzeugung vorgetragenen Thesen, Kapital, Team, Management, führen in der Praxis zu 80% Misserfolg. Dann ist meine, Ehrfurcht vor solchen vorgetragenen Team, Management, Kapital nicht sehr groß. Sage ich, da haben sie sich einfach nicht lange genug beschäftigt. Da haben sie einfach zu sehr die Meinung von draußen übernommen, die sich alle einig sind. Alle wissen, wie es geht, ja. Wenige tun es, noch viel weniger sind damit erfolgreich. Ich bitte Sie, diesen Hintergrund zu verstehen. Das ist, was mich hält, da immer noch weiterzumachen, sagen, nein, das stimmt einfach nicht. Auch wenn es immer wieder erzählt wird oder wenn es in der Höhle des Löwen millionenfach vorgeführt wird. Ja, das ist der Punkt. Wenn es keinen massiven Widerspruch gibt, wenn Sie mir an der Stelle folgen, würde ich gerne weitermachen. Aber ich warte noch einen Moment auf Ihre Reaktion. Ist es vielleicht so, dass es aus Sicht eines Gründers vorteilhaft ist, das zu befolgen oder das zu beachten, was Sie gerade gesagt haben? Das meine ich. Aber dass es aus Sicht des Kapitalgebers eigentlich furchtbar wurscht ist, welcher nun den Treffer landet. Hauptsache aus Sicht seiner Kapitalgeber kann er eine ordentliche Rendite dann produzieren. Genau das wollte ich sagen. Aus der Sicht des Venture Capitalisten sind die 8 oder 9 unwichtig. Der hat Erfolg, wenn er aus den 10 ein großes Unternehmen entsteht. Und in der Politik so ähnlich. Da geht es ja nicht um Geld, sondern um, dass ich wiedergewählt werde, dass mein Programm, die Richtung meiner Partei gut aussieht. Das ist nicht das Interesse der Gründerin oder des Gründers. Das ist der Punkt. Und unser Interesse hier kann auch nicht sein, kleine, überarbeitete, überlastete Selbstständige zu produzieren. Und es kann auch nicht der Sinn sein, jetzt nach Kapital zu suchen, wenn das die Waffe der Großen ist, gegen die wir gar nicht antreten können. Das ist doch also sehr plausibel. Ich habe ja dieses Kopfschlägkapital aus einer Wut herausgeschrieben, aus einer Unzufriedenheit heraus, dass die alle nachplappern, was da in den USA so in den Lehrbüchern steht, Opportunity Recognition, it's the management that matters, it's execution that matters. Ideas are a dime for a dozen. Ideas sind ein Penny wert für ein Dutzend Stück. So. Das sind ja die Sachen, die pausenlos wiederholt werden und die leider auch in der Öffentlichkeit so ein Bild bringen. Naja, wenn ich gründen will, brauche ich Kapital. Ich selber bin ein Würstchen. Ich muss gucken, dass ich irgendwo eine Idee habe und dann muss ich einen guten Pitch machen und dann muss ich das den anderen Leuten verkaufen und vielleicht lasse ich mir noch das Konzept von jemand anderem schreiben. Da ist ja eine ganze Industrie entstanden, Businesspläne zu schreiben. Und dann nehme ich den Businessplan, den jemand anderer geschrieben hat, in die Hand und lerne noch, wie ein Pitch geht und dann hoffe ich, dass ich Kapital kriege. Entschuldigen Sie, aber da kriege ich Übelkeit im Magen, um es mal vornehm auszudrücken. Wir können anders, wir haben so große Chancen, wir können anders. Es gibt jetzt noch so 3 Handzeichen, die Leute, die sich gemeldet haben. Wollen Sie das jetzt machen oder erstmal den Ansatz von uns erklären danach? Vielleicht können wir es kurz machen, ja. Ja, würde ich sagen, mit der Lydia, die hat sich als erstes gemeldet. Ja, also ich habe so das Gefühl, dass was so mitschwingt bei dem Kapitalgeber oder ne, wenn man nach Kapital sucht,
Ja, wie ist die Rendite, sondern wie ist die Sicherheit? Also der Kapitalgeber möchte, keine Ahnung, super hohe Rendite haben und aber auch gleichzeitig eine Sicherheit für das Kapital haben. Das finde ich auch ja, ganz traurig, weil ich sag mal so, für mich war das eigentlich immer so gedanklich, dass wenn ich investiere, ist das auch ein Risiko, was ich eingehe, eigentlich als Kapitalgeber oder nicht? Also Norm, ich kann immer nur empfehlen, diese Verträge, die man da unterschreibt, wirklich sehr sorgfältig zu lesen. Das wird offenbar nicht gemacht. Also ich habe viele Anrufe, die sagen, Herr Faltin, wir haben das Kapital bekommen. Wir haben jetzt 2 Millionen. Wahnsinnig, toll, wir haben 2 Millionen, großartig. Jetzt feiern wir. Und ich sage, haben Sie denn geguckt, was in dem Vertrag steht? Die 2 Millionen kriegen Sie doch nicht geschenkt. Da sind doch ganz harte Bedingungen formuliert. Da war Strings attached für die 2 Millionen Milestones, die man erreichen muss. Und Grundfigur heißt immer, wir geben Ihnen 2 Millionen unter der Voraussetzung, dass Sie 4 Millionen erwirtschaften. Und dann sind Sie, dann hängen Sie in den Seil. Und die meisten haben eben diese Verträge nicht gut gelesen. Es liegt zum Teil daran, dass sie in amerikanischem Wirtschaftsenglisch geschrieben sind oder an amerikanischen Wirtschaftsjuristen formuliert sind. Diese Verträge werden aber gegen sie exekutiert. Ich kann nur warnen. Und es gibt ja haufenweise Geschichten auch, die das dokumentieren. Aber trotzdem ist immer, wow, wir haben 2 Millionen bekommen. Ich sage immer, ich komme nicht zu Ihrer Party. Ich hätte auch überhaupt nicht das Gefühl, dass jetzt eine Party gefeiert werden muss. Sie haben jetzt eine Schlinge um den Hals, die Sie vorher nicht hatten. Sie haben sich freiwillig eine Schlinge um den Hals gelegt. Es werden Ihnen 2 Millionen versprochen. Die werden ja nicht ausgezahlt so einfach, sondern die werden entlang der Milestones und der Bedingungen, die da formuliert werden, ausbezahlt. Also die unterhalten sich mal mit Leuten, die länger mit Venture Capital zusammengearbeitet haben oder sich da abhängig gemacht haben. Da kommt ja was ganz anderes raus. Also ich kann nur sagen, auf der Kapitalebene können wir nicht gewinnen, wollen wir auch nicht gewinnen. Ich werde gleich was dazu sagen, aber ich genau, es gibt kurz in die Fragen. Eine kurze Rückmeldung von Ilga, vielleicht ganz kurz, damit wir nicht zu den Zeit bekommen. Genau, also ich wollte nur vielleicht die Meinung hören, warum denn die Großen, also ich habe verstanden, dass man Kapital, Teammanagement durch gute Konzepte kompensieren kann, da stimme ich total überein. Wieso schaffen es eigentlich die Großen, die Etablierten dann nicht, neuere Konzepte zu entwickeln und machen das gar nicht? Und das sind die Kleinen, die dann immer wieder neu kommen, die dann quasi überrollen, wenn es wirklich gut funktioniert. Aber wieso machen es die Großen gar nicht, wenn sie schon das Kapital auch haben? Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil man ja früher glaubte, dass die großen Firmen, gerade wenn sie also Konzerne sind und eigene Forschungsabteilungen haben und sich gute Ingenieure leisten können, dass die eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung tragen. Das ist ja in manchen Köpfen auch heute noch drin. Dann hat sich aber doch gezeigt, dass diese großen Organisationen sehr bürokratisch sind, eben nicht so kreativ, innovativ sind, wie man das geglaubt hat, dass es Untersuchungen gibt, dass 60-70% der Angestellten in den Großbetrieben unzufrieden sind, viele sogar in der inneren Kündigung. Da würde ich als Ökonom sagen, oh Gott, also wenn ich da so ein Unternehmen leiten sollte, so ein großes Unternehmen, mit so nicht motivierten Angestellten, das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja ein ganz hohes Risiko. Und dann kommen so Kleine, über die man früher gelacht hat. Ja, Sie können doch, Herr Faltin, glauben Sie, dass Sie gegen Siemens antreten können? Ah, das ist ja ein Witz. Herr Faltin, glauben Sie, dass Sie gegen Teekanne antreten können? Ostfriesische Teegesellschaft, ha, so zu lachen, Sie mit Ihren Studenten, Sie sind ja eine Lachnummer. Und wir sind aus dem Stand mit Pädagogikstudenten, die wirklich nicht gut managen konnten. Ich bin überhaupt kein guter Manager. Ich erzähle immer die Geschichte, oben auf dem Regal war ein Karton, der da liegen geblieben war. Da waren Schecks drin. Wir haben ja nur Bestellungen entgegengenommen mit Vorausschecks, gab es damals noch. Da waren für 10.000 Mark Schecks drin. Die waren vergessen worden. Die waren noch längst abgelaufen. Und es hat auch niemand gemerkt, dass 10.000 Mark fehlen. Also
Das ist doch ein Ausweis für die Qualität unseres Rechnungswesens, dass noch niemand gemerkt hat, ich auch nicht, dass so. Also wir waren katastrophale Manager. Wir waren, deswegen gefällt mir das so von dem Ingvar Kamprad, wir waren katastrophale Manager. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Kapital war. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen was in die Kasse gelegt am Anfang, aber es kann kein großer Betrag gewesen sein. Als wir drauf kamen, dass wir mit Aufträgen überrannt werden, haben wir gesagt, nur Vorausscheck. Das heißt, wir hatten so viel Liquidität, dass wir gleichzeitig hätten eine Bank gründen können. Es war halt ein gutes Konzept. Und das Konzept war nicht über Nacht entstanden, sondern in Jahren von Recherchen und hin und her überlegen, verwerfen, neu anfangen, verwerfen, neu anfangen. Dann kommt was raus, nur eine Sorte Tee und Junior in Großpackungen. Und das ist natürlich eine Lachnummer, weil es scheinbar völlig bescheuert aussieht. Aber es hatte sogar den Vorteil, dass man durch diese Lachnummer ein bisschen bekannt wurde. Am Anfang braucht man ja ein paar Kunden. Und als die festgestellt haben, dass wir ein Drittel des Preises haben, des Marktführers, war damals Paul Schrader, ein Drittel des Preises, also zwei Drittel preiswerter, und dass wir außerdem Fair Trade sind und einen guten Tee haben, der ja ein gewisser Standard ist, da Chilling First Flush ist nicht irgendwas, sondern ist ein hoher Standard, und dass man eben, wenn man den gesamten Zwischenhandel überspringt und die Kleinpackungen nicht macht, dass man dann im Preis hochattraktiv sein kann. Ein Drittel des Preises. Alle Marketingbücher sagen, nehmen, was der Markt hergibt. Dann wären wir in der Nische geblieben. Da wären wir überhaupt nicht aufgefallen. Aber dieses ein Drittel war ein Skandal. Wir waren auch sofort mit dem Deutschen Teeverband vor Gericht, weil sie sagt, das kann nicht in Ordnung sein. Irgendwas ist da, muss da ein Trick sein. So. Also es lohnt, ein wirklich gutes Konzept zu arbeiten. Ich erzähle mal E-Büro, der hat lange keinen Kapitalgeber gefunden. Dann hatte er einen und der Holger Jonsson sagte, Faltin, kommen Sie doch mit. Da sieht das ein bisschen repräsentativer aus. Ich als kleiner Student hier, zweites Semester oder so, dann bin ich mitgekommen. Und die waren sich eigentlich handelseinig. Und dann sagte der Mensch, sagen Sie mal, wer ist denn Ihr Konkurrent? Wer ist denn der Marktführer bei dieser Idee, die Sie da haben, E-Büro? Der virtuelle Sekretär. Und dann tuxte der Holger Jonsson ein bisschen rum und sagte schließlich Deutsche Telekom. Hm. Sagte der, was? Sie als Student wollen gegen die Deutsche Telekom antreten? Herr Faltin, Ihr Ton ist leider gerade aus. Können Sie den Ton nochmal anmachen? War schon die ganze Zeit aus? Nee. Telekom. Die Telekom, ja. Und nach zwei Jahren hat die Telekom ihren Service eingestellt, weil sie sagten, da gibt es einen Konkurrenten, der ist im Angebot preiswerter, als was unsere Kosten sind. Wahrer Marktführer, heute ist er wahrscheinlich Weltmarktführer seiner Firma. Ja, also, na gut, ich wollte ja nur sagen, lassen Sie sich von diesen scheinbaren Sicherheiten, alle wissen, wie es geht. Lassen Sie sich davon nicht einmachen. Es stimmt einfach nicht. Und die Zahlen, 80% scheitern, sprechen ja auch die Sprache. Es wird nur nicht dazu gesagt. Ich warte mal darauf, dass mal in der öffentlichen Diskussion auch gesagt wird, von diesen Startups scheitern 80%. Das wird unterschlagen. Und es sind eher 90%. Gut. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit Ihrer Präsentation, mit dem Ansatz, und danach können wir ja nochmal die Fragen im Chat oder woanders dann aufnehmen. Ja, ich würde gerne damit anfangen zu sagen, was wird denn normalerweise gefragt, wenn man sagt, oh, so gründen, das könnte für mich möglich sein, das will ich mir mal angucken, was muss ich denn da machen? Herr Simon, die Folie, was wird da normalerweise gefragt? Eine Frage, die fast immer am Anfang steht, heißt, was gibt es denn noch nicht? Wenn ich jetzt in den Markt gehen soll, was gibt es denn noch nicht? Das ist keine gute Frage. Ist keine gute Frage, weil die Antwort heißt, eigentlich gibt es schon alles. Also wenn man so in den Supermarkt geht oder in
irgendein Kaufhaus. Wenn ich da so rumlaufe, denke, oh Gott, also es gibt alles und in allen Facetten, allen Farben, allen Größen, allen irgendwas. Da noch eine neue Idee zu entwickeln und diese Idee in den Markt zu schieben, so ein bisschen wie mit dem Schrank, dem man enormen Schub geben muss, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ich würde diese Frage als ungeeignet betrachten. Streichen wir sie durch. Die führt sie nicht weiter. Die führt höchstens dazu, dass sie irgendwas Skurriles sich ausdenken, was es tatsächlich vielleicht noch nicht gibt, aber was wahrscheinlich auch kein Mensch braucht. Es gibt eine andere Frage, so ähnlich, die heißt, womit kann ich Geld verdienen? Zunächst mal plausible Frage scheint es. Klar, ich will ja Geld verdienen und zwar eigentlich sogar ordentlich. Sonst kann ich auch nicht woanders andienen und Angestellter werden. Das ist sicher einfacher. Also dieses, womit kann ich Geld verdienen, leuchtet mir auch nicht so ein. Das ist zwar plausibel, das ist eine Frage, aber damit, das ist nicht die erste Frage, wenn ich gründen will. Durchstreichen. Ja, schon mal gut, wenn Sie sehen, diese beiden Fragen haben eine gewisse Plausibilität, aber sie sind in meiner Überzeugung ungeeignet, um anzufangen. Ja, was ist denn dann geeignet? Meine erste Antwort wäre, es ist etwas geeignet, was auf die Probleme der Zeit antwortet. Weil Sie dann diesen Rückenwind haben, weil Sie dann den Schub kriegen, auch ohne Kapital, weil die Leute sagen, ja, das ist wichtig, das brauchen wir. Das ist wichtig. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was könnte denn da sein? Was sind denn die Probleme unserer Zeit? Ja, da wären wir aber schnell fündig. Wenn wir als Erste sagen, Klimakrise. Klar, Klimakrise. Ist allein schon eine Krise, die möglicherweise unser Leben hier aus den Angeln hebt. Stichworte Wanderbewegungen, Verwerfungen des zu viel Wasser, zu heiß und so weiter. Also alle reden von Klimawandel und ich behaupte, es ist aber nur eine von vielen Problemlagen, die wir haben. Sie wissen, eine andere Problemlage ist Verlust der Artenvielfalt. Da kann man sagen, naja, so sterben ein paar Arten aus, es schadet drum, aber ist doch nicht so schlimm. Naja, spätestens als darauf hingewiesen wurde, dass die Bienen möglicherweise mit aussterben und schon stark zurückgegangen sind, müssen wir selber bestäuben. Als Ökonom denke ich auch, wei. Also das, was die Bienen machen, selber bestäuben, das ist dann aber eine andere Ökonomie. Dann haben wir aber eine Inflation, dann haben wir Kostensteigerungen, Preissteigerungen. Na, und es sind ja nicht nur die Bienen. Sie wissen, die ganzen Insekten sind um 70% zurückgegangen. Da leben die Vögel von. Das sind ja alles Ökosysteme, wo man nicht einfach einen Punkt rausziehen kann. Also dieses ganze Thema Artenvielfalt, so am Beispiel Bienen, wo es uns vielleicht am stärksten betrifft, ist eine riesige Problemlage. Es gibt andere Problemlagen, die sind nicht so im Gespräch, die sind aber mindestens so wichtig. Also eines ist mir aufgefallen, Boden. Boden. Der Justus von Liebig sagte, die Pflanzen brauchen drei Stoffe. Das ist auch heute noch in vielen Teilen der Landwirtschaft so die Vorstellung. Und dann schmeißt man diesen Dünger drauf, diese drei Stoffe. Dass in dem Boden ein Bodenleben ist und dass diese Stoffe dieses Bodenleben sogar kaputt machen. Wir wissen heute, dass Mutterboden, der nur mit Kunstdünger bearbeitet wird und dann noch mit Pestiziden, damit da nicht der Salat oder was da angebaut wird, aufgefressen wird. Das macht dieses Bodenleben kaputt. Das Bodenleben ist aber entscheidend. Der Justus von Liebig
war vor 150 Jahren. Heute wissen wir, diese Bakterien, diese Nematoden, natürlich die Regenwürmer, alles Mögliche im Boden ist ein System, was gebraucht wird. Das kann man nicht mit Kunstdünger und Pestiziden traktieren, da macht man es kaputt. Und wenn man mit schweren Maschinen drüber fährt, wird es so verdichtet, dass das Bodenleben auch kaputt geht. Und wenn man Starkregen hat, dann wird dieser Mutterboden, der ja nicht sehr groß ist, in den Tropen ist er 5 bis 10 Zentimeter, bei uns ein bisschen mehr, das ist auch schnell weggeschwemmt. Oder es dürrt so aus, dass das Bodenleben kaputt geht. Also, und wenn der Mutterboden kaputt geht, dann ist es vorbei mit Ernährung und Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Haben wir schon 3 Themen, nicht? Klima, Artenvielfalt, die Bienen, jetzt haben wir den Boden. Trinkwasser wird das nächste Problem sein. Trinkwasser und Bewässerung von Ackerflächen wird das nächste Problem sein, wo Krisen entstehen. Feinstaub hat sich noch nicht so herumgesprochen. Feinstaub ist ein Thema. Wenn Sie rausgehen und mit einem Messgerät werden Sie sehen, in unseren Städten, in den Straßenschluchten, ist alles Mögliche an Stoffen, aber Feinstaub ist etwas, womit unser Körper, womit die Lunge nicht klarkommt. Das hat sie in der Entwicklungsgeschichte nicht gelernt. Und dieser 2,5 Feinstaub oder sogar Ultrafeinstaub ist etwas, was unsere Gesundheit schwer schädigt. Also ich könnte jetzt sofort fahren und eine Reihe von noch mehr Problemen aufzeigen. Was ich sagen will ist, wir haben enorme Probleme, auf die wir rasch gute Antworten brauchen. Also nicht irgendwas erfinden, was es in dieser Riesenauswahl noch nicht gibt, sondern auf Probleme antworten. Und wenn wir auf die Probleme antworten und den Schub der Zeit haben, weil die Leute sagen, ja, es ist wichtig, dass wir da rangehen. Es ist gut, dass es eine Gründung gibt, die sich das Thema zu eigen macht und das sogar eine Lösung vorschlägt. Dann haben sie den Schub aus der Crowd, um es mal amerikanisch auszudrücken, oder aus den Medien bei uns. Und das ist eine ganz andere Schubkraft, als wenn Sie selber über eine Marke versuchen, gegen die Großen anzutreten. Also meine Antwort heißt, greifen wir doch Problemlagen auf und versuchen daraus etwas zu machen. Und bedienen wir uns der Forschung und bedienen wir uns Wikipedia und bedienen wir uns all dem Wissen, das wir zur Verfügung haben. Wir leben in dem Sinne nicht mehr im Kapitalismus, sondern wir leben in einer Wissensgesellschaft. Und diese Wissensgesellschaft ist ein riesiger Vorteil. Und Kommunikation, falls wir recherchieren müssen und nachfragen müssen, ist heute kostenlos. Das ist ja ein Traum der Menschheit, dass man über Bildtelefon mit dem Rest des Planeten kommunizieren kann. Also wir sind in der Wissensgesellschaft und wir können dieses Wissen aufgreifen. Es ist eine Frage der ausdauernden Recherche. Es wird uns nicht in den Mund gelegt, wird uns nicht auf dem Teller entgegengebracht, aber man kann es herausfinden. Das sind unsere Chancen, die Probleme lösen, die es gibt. Und das ist nicht einfach Social Entrepreneurship oder Ecological Entrepreneurship, das kann natürlich auch Business Entrepreneurship sein, dass man etwas macht, was diese Probleme löst in einer Art, wo man auch Geld dran verdient. Und wenn man einen Schuss Social Entrepreneurship mit in der Company hat, die Kampagne Fair Trade, Wiederaufforstung in Darjeeling, umso besser. Umso mehr haben die Kunden ein gutes Gefühl, dass sie nicht nur einen guten Tee kriegen, sondern dass sie auch darüber hinaus eine Firma kennen, unterstützen, über diese Firma sprechen, ihren Freunden empfehlen, die dann ja auch wieder der Firma nutzt, weil man Kunden bekommt, ohne dass man in die teure Marketingkiste greifen muss. Das ist intelligentes, zeitgemäßes Entrepreneurship. Und das wollen wir hier vertreten und nicht kaputt machen lassen durch alle möglichen anderen Entwicklungen und Parolen und was da so halt der Mehrheit so erzählt wird. Das ist unser Angebot. Und ich bin eben überzeugt, dass man das aufrechterhalten muss und dass es nicht kaputt gehen darf, wie so vieles andere. Noch ein letzter Satz. Diese Idee der Kryptowährung, eine hervorragende Idee.
dieser Japaner, wenn es ihn denn gegeben hat oder wer immer diese Idee entwickelt hat, hervorragend, dass es eine Währung gibt, die nicht durch Zentralbanken kaputt gemacht wird und Politiker oder wer immer da mitspielt, Finanzsystem. Eine großartige Idee. Und was ist passiert, ist kaputt gemacht worden, weil alle möglichen Gauner sich angezogen fühlten, also richtige Kriminelle, die sich da auf dieses Feld gestürzt haben, weil die paar, die es ernst nahmen, irgendwie die Führung verloren haben und es zum Schluss so viele Kryptowährungen gab, dass die Grundidee, eine Währung, die man nicht manipulieren kann, schon dadurch außer Kraft ist und, gibt viele Gründe. Es ist ein Beispiel, wie eine an sich gute Idee kaputt gemacht worden ist. Meine Befürchtung ist, dass das beim Entrepreneurship auch passiert, dass diese epochale Chance, dass wir alle Zugriff auf Wissen haben, dass wir mitmachen können, aktiv in dieser Ökonomie, dass das kaputt gemacht wird durch Venture Capital, durch unfähige Politiker, durch alle möglichen Parolen, die so einer dem anderen erzählt, wir wissen, wie es geht, du musst halt Kapital haben und 14 Stunden am Tag arbeiten und. Das ist schade. Das ist schade. Das ist meine Überzeugung und dafür würde ich sie gerne gewinnen, dass sie das sehen. Und die Chance ist, dass wir die Problemlagen aufgreifen, weil sie die Politik nicht aufgreifen. Die Politik braucht Mehrheiten. Die Politik ist relativ handlungsunfähig. Sobald Veggie Day genannt wird, heißt es, nee, dann wählen wir euch ab. Das wollen wir nicht. Die Politik braucht Mehrheiten. Und deswegen ist sie ausgebremst. Als Entrepreneur brauchen sie ein paar Kunden. Und wenn sie sehr gut sind, Guy Kawasaki hat das gesagt, reicht ein Kunde, der so begeistert ist, dass es in seinem Umfeld erzählt und die begeistern kann und die wiederum es weitererzählen. Also virales Marketing, das geht ja, das ist ja alles vorgeführt. Das sind unsere Chancen, das sind unsere Chancen. Go for a cause, ja. Nicht noch irgendwas ausdenken, was noch nicht gibt, sondern es gibt viele Anliegen, es gibt viele Problemlagen, auf die wir dringend Antworten brauchen. Und das ist unsere Chance. Ich lese die Kommentare im Chat. Ich habe nochmal, darf ich? Ja. Ich habe eine Frage zu, was Sie sagten, zu Kryptowährung und dann Bitcoin und dann andere Währungen. Was heißt kaputt gemacht worden? Da ist eine Konkurrenz entstanden. Das war ja nicht, also, oder meinen Sie jetzt das, was im Nachgang in der Politik passiert ist, dazu? Der Grundgedanke war, eine Währung zu haben, die man nicht manipulieren kann. Wenn es 20 Währungen gibt, 100 Währungen gibt, die alle expandieren und möglichst viel von ihrer Währung verkaufen wollen, dann ist der Grundgedanke kaputt gemacht. Das ist das Problem. Ja, aber dann ist ja der Grundgedanke durch den Markt kaputt gegangen, gemacht worden und nicht durch die Politik, oder verstehe ich das jetzt falsch? Währung haben erstmal mit Markt nichts zu tun. Sie können ja nicht sagen, so jetzt komme ich, Lydia, und mache eine Währung. Bei den Kryptowährungen ist das zum Teil passiert. Das sind ja auch so Spaßwährungen erfunden worden und haben andere Geld darauf gesetzt und ist aus der Spaßwährung tatsächlich eine richtige Währung geworden. Bei Währungen kann nicht jeder kommen und gründen und sagen, ich kann eine Währung machen. Das ist in dieser Kryptogeschichte passiert. Ich kann ja nicht sagen, ich bin hier in Deutschland, ich bin jetzt mit dem Euro nicht zufrieden, wir setzen jetzt eine neue deutsche Währung dagegen. Da ist nicht Markt, ist kein Markt. Also ist Markt nicht das richtige Prinzip. Man kann nicht alles mit Markt erklären oder machen. Ja, alles gut, war eine Verständigungsfrage, weil ich kenne mich auch nicht so gut mit Kryptowährungen da aus. Okay. Dankeschön. Das war ein Beispiel, wie ein an sich guter Ansatz kaputt gemacht wird. Da gibt es sehr viele Beispiele. Vielleicht jetzt die Frage von Kari noch, die hat sich schon lange und öfters gemeldet. Hören Sie mich? Ja.
Gut. Also ich stimme in allen zu. Ich habe aber doch eine Frage, wenn wir uns zum Beispiel Instagram anschauen, Social Media, und da wird ja rechts und links werden Produkte entwickelt, die man oft als Frau einfach haben will, oder junge Leute, meine Tochter, die ist 13, kauft sich Sachen, will Sachen haben von Marken, die ich nie gehört habe, die echt teuer sind. Also wenn ich bedenke, als ich 13 war, Aldi. Also da werden ja doch Begehrlichkeiten geschaffen mit ganz wenig Einsatz in Wirklichkeit, mit ein paar Influencern, wo überhaupt keine Probleme gelöst werden, sondern einfach nur der stationäre Handel abgelöst wird durch Online-Ideen. Und die sind aber erfolgreich, habe ich den Eindruck. Ja, natürlich gibt es erfolgreichen Unsinn. Ja, auch Unsinn kann erfolgreich sein. Und vielleicht haben wir sogar eine Ökonomie, wo das Prinzip ist, dass der Unsinn zum Erfolg gemacht wird. Also es ist richtig, was Sie sagen, aber wir machen unseren Planeten kaputt mit dieser Art von Ökonomie. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht gründen wollen, um die Probleme zu verschärfen, sondern dass Sie gründen wollen, weil Sie Spaß haben und Genugtuung empfinden, dass Sie etwas Nützliches machen. Es gibt Umfragen, die sagen, die Menschen wollen etwas Sinnstiftendes arbeiten. Sie wollen nicht etwas machen, von dem sie den Eindruck haben, es ist unsinnig oder sogar schädlich. Das nenne ich stimmig zur Person. Ich will doch als Person, wenn der Deckel zugemacht wird, das Gefühl haben können, ich habe etwas Vernünftiges getan und ich habe mein Leben nicht verblödet, indem ich als Angestellter mich irgendwo verkauft habe und immer nur Sachen gemacht habe, hinter denen ich eigentlich nicht stand. Und diese Befragungen, die sagen, 60-70% der Angestellten sind unzufrieden, sehen keinen Sinn in ihrer Arbeit, sind in Kündigung, dann ist das doch ein Zeichen, dass man diese Ökonomie besser machen kann. Das ist auch eine das Gefühl, dass ich etwas mache, was für mich befriedigend ist, wo ich sogar ökonomisch großen Erfolg haben kann. Und ich mache trotzdem etwas Gutes. Das ist doch, besser kann man doch sein eigenes Berufsleben nicht angehen. Das ist doch jetzt eine gute Überleitung für die nächste Breakout-Session, wo wir nämlich genau die Aufgabe stellen, entscheidet euch für eine Problemlage und generiert Ideen zu deren Lösung. Faltin hat ja ein paar Problemlagen schon genannt. Ihr habt bestimmt auch andere oder eigene Problemlagen auf dem Horizont. Und da würden wir euch jetzt wieder eine Breakout-Session zusammensetzen. Diesmal von 2 bis 3 Personen. Und wieder 20 Minuten, würde ich sagen, damit wir die Mittagspause einigermaßen pünktlich erreichen. Die dritte Runde des Vormittages ist vorbei. Till, machen wir Pause jetzt? Jetzt noch eine kurze Auswertung und dann geht es in die Mittagspause, genau. Okay. Mhm. Gleich kommt eine lange Pause, aber sind wir erstmal gespannt auf eure Ideen und auch auf, was ihr als Problemlagen identifiziert habt. Bitte schreibt es doch in den Chat rein, damit alle das sehen können und wir dann auch so eine Dokumentation davon haben, dass wir euch im Nachhinein zur Verfügung stellen. Also Sie haben alle wohl Probleme gefunden, wo es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. Ist niemand dabei, der sagt, da gibt es keine Probleme. Wir können jetzt natürlich auf diese einzelnen Lösungen heute nicht eingehen. Das werden wir später, wenn wir lernen, wie man eine Idee entwickelt und an der Idee arbeitet. Das war jetzt mehr so aufhören zu fragen, was gibt es denn noch nicht oder womit kann ich Geld verdienen. Natürlich steht die Frage, womit kann ich Geld verdienen, immer noch im Hintergrund. Die ist ja nicht falsch. Nur würde ich damit nicht anfangen, sondern ich würde anfangen, was wird gebraucht, was
ist wirklich nützlich, wo stehen viele Menschen dahinter und sagen, ja, das macht Sinn. Und dann kann man fragen, so, wie kann ich denn damit Geld verdienen? Da gibt es verschiedene Antworten. Eine Antwort ist, ich kann auch mit Social Entrepreneurship Geld verdienen. Ich habe so beim Durchlesen jetzt gesehen, vieles klingt zumindest so Richtung Social Entrepreneurship. Nicht irgendein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen. Ich kann natürlich meine eigene NGO gründen. Ich kann eine eigene Community gründen. Ich kenne viele solche Leute und kann sagen, in meiner NGO gibt es auch festangestellte oder festbezahlte Leute. Und der erste bin ich, weil ich das gegründet habe. Und wenn ich das transparent mit den Leuten bespreche, die da in meiner Gruppe sind oder in meiner Community sind, ist da auch kein Problem. Und man muss es nur transparent machen. Aber wenn ich etwas tue, was für die Allgemeinheit gut ist und sich da eine Gruppe bildet, dann kann man damit auch natürlich Geld verdienen. Also Sie kennen ja ein paar solcher Gruppen und das macht ja durchaus Sinn. Also Johanna hat ja auch ihre eigene NGO gegründet, was Kleineres, aber das wächst auch. Ich glaube zwar nicht, dass sie da sich jetzt schon Geld rauszieht, aber sie ist auch so eine kleine, erfolgreiche Social Entrepreneurin. Also der Punkt ist, man kann auch Mischungen von Business Entrepreneurship und Social Entrepreneurship machen. Und ich sage immer, ein Schuss Social Entrepreneurship im eigenen Konzept ist immer gut. Also ein Schuss Idealismus ist geradezu ein gutes, macht also Sympathie, es macht, kann den Bekanntheitsgrad erhöhen. Und ein Business, was nur so die Dollaraugen hat, ist in der Regel auch kein gutes. Also ein Schuss Idealismus, ein Schuss Social Entrepreneurship ist immer gut, aber man kann es auch rein als Social Entrepreneurship aufbauen, aber man kann es auch rein als Business Entrepreneurship aufbauen. Also sobald man ein Anliegen hat, was viele Menschen trifft, kann man in aller Regel daraus auch etwas für sich ökonomisch erreichen. Darf ich dann noch mal kurz nachfragen? Wir hatten ja das Thema NGO auch schon und ich bin auch ein bisschen in dieser Richtung unterwegs. Beißt sich das nicht manchmal mit dem Thema Gemeinnützigkeit? Sprechen wir noch später darüber im Verlaufe zum Thema Gemeinnützigkeit und irgendwas gewinnbringend aufziehen? Also ich bin ja von Haus aus Ökonom und die Ökonomie ist immer davon ausgegangen, dass das, was sie macht, einen Gemeinnutzen hat. Das ist so irgendwie in der Sprache der Ökonomen ein bisschen verloren gegangen. Aber der Ausgangspunkt der Ökonomie war immer, dass man auf das eingeht, was gebraucht wird und dass man das in einer Weise machen kann, dass man selber auch gut davon leben kann. Das ist schon Aristoteles oder Thales von Milet. Das war nie in Frage. Es ist nichts Unanständiges, Geld zu verdienen. Und wenn man etwas Nützliches macht, ist es erst recht nicht unanständig, Geld zu verdienen. Ich glaube, die Schwierigkeit ist eher, Geld zu verdienen mit etwas, was keinen Sinn macht. Das ist anstrengend. Da muss man tief in die Werbekiste greifen, in die Kiste von Manipulation, die Leute zu etwas überreden, was sie nicht brauchen, oder als Rosttäuscher mit Tricks versuchen, sein Zeug loszuwerden. Die Rosttäuscher hatten früher die Chance, in den anderen Ort zu gehen und dann konnten sie wieder neu anfangen, bis man sie da erkannt hat als Täuscher. Heute ist das schwieriger. Heute müssen sie schon tatsächlich was Gutes ins Rennen werfen, um da auf Dauer mit gut zu fahren. Ja, okay, vielleicht mit diesen Worten würde ich jetzt mal in die Mittagspause überleiten.
Da haben wir, würden wir die bis 13.30 Uhr ansetzen. Wir empfehlen euch, hier den Zoom-Link offen zu lassen, damit ihr schnell wieder reinkommt und alles. Ich würde euch empfehlen, Ton und Video einfach auszumachen. Sowohl euren Ton als auch dem, was zu hören, braucht ihr eigentlich auch nicht unbedingt. Und dann treffen wir uns um 13.30 Uhr wieder hier. So, jetzt haben wir 13:30. Schaltet gerne wieder eure Kamera ein. Wenn ihr schon so aus der Mittagspause wieder zurück seid, wäre toll. Oder gebt mal ein Handzeichen. Das kann man hier bei Zoom ja ganz gut mit den Reaktionen machen. So Daumen hoch oder ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie so ein Zeichen für Essen oder sowas gibt oder leckeres Essen oder satt. Gestärkt. So, genau. Ihr könnt jetzt schon mal, ein paar von euch haben das schon gemacht, aber ich glaube noch nicht alle. Ihr könnt jetzt gerne auch bei eurem Namen den Ort dahinter schreiben. Also überhaupt euren Namen, Vorname reicht. Und das macht ihr, wenn ihr auf euren auf euer Foto klickt, hier bei Zoom, und dann erscheint oben rechts sowas Blaues und da stehen dann so drei Punkte. Und da könnt ihr euch umbenennen. Name und vielleicht den Ort, weil wir wollen euch nachher jetzt gleich noch ein bisschen vernetzen. Und da ist schon ganz gut, wenn wir den Ort dazu haben. Dann kann Till euch in die entsprechenden Räume gleich zuweisen. Genau, also es ist, Simon formuliert das so nett. Ich würde das als Aufforderung gerne nochmal formulieren. Das macht mir das Leben ungemein leichter. Ich habe schon so ein bisschen geschaut, wen ich auch identifizieren kann. Ich habe auch gerade noch ein paar Leute direkt angeschrieben, bei denen es nicht ganz eindeutig ist, weil wir möchten schon der Masterclass die Möglichkeit geben, sich möglichst untereinander in drei verschiedenen Breakout-Sessions kennenzulernen, in unterschiedlichen Konstellationen. Wir fangen an mit der geografischen Komponente. Zum Beispiel haben wir drei Menschen aus Wien dabei. Ich wurde schon mal einmal gefragt, wer ist denn noch aus Wien? Es sind drei tatsächlich. Und so tut... Ja, es ist Daniel, Karin und IB, Ilga, glaube ich, auch noch, war der dritte. Der ist jetzt gerade eine schwarze Kachel. Und dann gibt es eben so aus allen möglichen Ecken, damit ihr euch auch gerne lokal vernetzen könnt und euch mal so treffen könnt. Und dann machen wir noch zwei weitere Runden, dass ihr einfach noch mehr Gesichter habt. Deswegen diese Informationen. Genau. Und jetzt in den nächsten zweieinhalb Stunden ist Herr Faltin erstmal nicht dabei. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen unter uns bleiben, uns vernetzen, auch ein bisschen schauen, was haben wir denn jetzt eigentlich alles erfahren und vielleicht auch gelernt und vielleicht können wir vielleicht auch schon erste Umsetzungsschritte, die wir da anpeilen. Und da haben wir ein Dokument für euch vorbereitet. Das schreibe ich jetzt mal hier in den Chat rein und teile es auch gleich nochmal mit meinem Bildschirm. Eine Sekunde. Das ist ich schicke euch zwei Versionen quasi davon. Einmal als PDF und einmal als Word-Datei. Moment. So, erstmal vielleicht die PDF dazu. Das wird gerade hochgeladen. Und dann nochmal das Word-Dokument dazu. Genau, und jetzt teile ich mal kurz den Bildschirm dazu. Moment. Sekunde. Ihr könnt es gerne schon mal öffnen bei euch, dieses Dokument. Und das habe ich ehrlich gesagt aus dem anderen Training mitgenommen. Das ging nicht über Entrepreneurship, das ging über ein ganz anderes Thema.
Und da geht es nochmal darum, dass ihr für euch festhaltet, was ihr zu den jeweiligen Themen heute gelernt habt und was ihr auch vielleicht schon direkt umsetzen könnt für eure Ideen, Konzepte oder vielleicht auch allgemein. Ihr seht jetzt, glaube ich, alle mal einen Bildschirm, oder? Und genau, das Dokument ist folgendermaßen aufgebaut. Thema Termin, also heute, 12.11. Und Themen hatten wir ja ein paar, wo ihr auch in den Breakout-Session wart. Ihr könnt auch für jedes Thema ein einzelnes, eine eigene Review machen, wenn ihr wollt. Dann, was war mir wichtig, was habe ich erkannt? Da habt ihr schon viel aufgeschrieben, aber hier ist es nochmal, dass ihr es für euch festhaltet, damit ihr auch ein Dokument zu diesem Termin für euch habt. Und wie kann mich das weiterbringen? Und wie kann ich das auch direkt umsetzen? Und dann, wenn ihr das umsetzen wollt, gerne auch schon vielleicht Schritt 1, 2 oder 3 und direkt mit einem Datum dahinter setzen, bis wann ihr das umsetzen wollt. Und die letzten beiden Fragen sind, was sind meine Kosten und Nachteile der Nicht-Umsetzung? Um sich dessen nochmal bewusst zu sein, weil vieles funktioniert auch, indem wir einfach uns wissen, was uns die Nicht-Umsetzung kostet. Und auch allgemeine Notizen. Macht gerne, also ihr könnt euch das ausdrucken oder ihr könnt es in Word ausfüllen selbst. Ihr könnt auch, wie gesagt, für jedes Thema, was wir heute durchgemacht haben, könnt ihr ein eigenes Blatt ausfüllen. Und genau, das wäre jetzt nochmal ein paar Minuten Stillarbeit dazu. Falls jemand das nicht verstanden hat, gerne in den Chat schreiben oder hier kurz sich melden dazu. Genau, was wir nämlich jetzt als nächstes mit euch machen möchten, ist eine Zusammenfassung mit der Gruppe zu machen. Jetzt habt ihr es für euch festgehalten, da sind bestimmt ein paar Sachen dabei, die möchtet ihr teilen, ein paar Sachen, die möchtet ihr vielleicht nicht so teilen. Und jetzt halten wir aber nochmal zusammen, was wir jetzt mitgenommen haben für heute. Ich versuche das hier mit Whiteboard und einem so digitalen Stift festzuhalten. Ich habe nicht die schönste Schrift, ich gebe mir Mühe, ja, und versuche das jetzt in verschiedenen Farben ein bisschen festzuhalten. Und wer da seine Zusammenfassung oder einen Punkt, vielleicht einen Punkt immer nur, den er gelernt hat, der hebt mal kurz die Hand bei der Reaktion. Und dann kann Till ihn oder sie rannehmen. Und dann schreibe ich das auf, versuche ich das in Stichworten für uns alle festzuhalten. Das Dokument kriegt ihr danach auch. Petra hatte sich jetzt gemeldet. Mündlich oder schriftlich? Mündlich. Jetzt gerne mündlich und ich versuche es festzuhalten. Ja. Ja, also als Anlass nehmen, Aufreger auf dem Markt umsetzen in eine Verbesserung. Also was dich aufregt am Markt, das möchtest du gerne besser machen und am Markt dann anbieten. Ja. Ja, zum Beispiel Verschwendung. Warte mal, das schreibe ich direkt mal auf. Machen wir mal weiter. Mit Bettina vielleicht? Ist das richtig? Ja, genau. Also letztendlich deckt sich das wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht Aufträger, sondern Aufreger genannt, sondern mehr so die Problemlagen, ne, die es so wirklich gibt, dass man da noch viel mehr vielleicht finden kann und entsprechend dann Lösungen für sich als Idee erstmal zu kreieren. Das ist eigentlich nur eine andere Umschreibung letztendlich dafür. Also Problemlagen auch als ersten Lösungsgebiet. Ja, genau, ja. Erstmal daran zu denken und dann entsprechende Lösungen zu finden. Das fand ich vorhin nochmal gut. Es ist wirklich nicht ganz einfach, hier das damit zu schreiben. Aber ich probiere es mal. Ich kann es gut erkennen. Das ist gut. Okay, macht ruhig weiter. Genau, der andere Punkt ist in der Tat noch, dass man wirklich versucht, sozusagen den Kapitaleinsatz möglichst gering zu denken bei den Ideen. Also da nochmal, das war vorhin nochmal sehr gut, dass man sich natürlich da sozusagen, je mehr externes Kapital man da reindenkt in eine Idee oder womöglich benötigt, dass man natürlich dann viel mehr
Abhängigkeiten dadurch schafft. Und das nochmal so für mich als Ausrufezeichen war. Total. Ganz wichtig nochmal. Okay. Genau, das war's erstmal. Dann Jessica? Genau, ich hätte auch zwei Punkte, und zwar, dass es mehrere USPs sozusagen oder Alleinstellungsmerkmale sozusagen braucht, um ein gutes, fliegendes Entrepreneur-Design zu haben. Ich hatte immer nur so diesen einen USP im Kopf, aber tatsächlich macht es Sinn, wenn es mehrere sind, auch in Kombination, auch die Kombination mehrerer USPs. Das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Und das Zweite, da können sich vielleicht andere auch damit identifizieren, ich hatte für mich so einen Stereotypen des Entrepreneurs im Kopf, und das waren nicht unbedingt schöne Verbindungen, sozusagen der völlig ausgebrannte Entrepreneur, der das nächste Unicorn gründen muss, dass wir sozusagen alle wie ein Elon Musk sozusagen denken und handeln müssen, und das, mit dem könnte ich mich auch gar nicht identifizieren. Also es hat mich sehr berührt, dass es das Gründen etwas Persönliches ist und auch der Persönlichkeit entsprechen kann. Also zusammengefasst, Gründen auf Basis der Persönlichkeit und des Charakters. Es gibt nicht den einen erfolgreichen Entrepreneur-Charakter. Das fand ich sehr... Stimmig zur Person, Workshop am 10. Genau. Dezember. Sehr, sehr erleichternd auf jeden Fall für mich persönlich. Ja. Ja, genau. Perfekt. Mit Stereotypen auf und hervorragend. Das war schon. Dankeschön. USP, wir benutzen ja so ein anderes Wort, Unique Selling Point heißt es ja übersetzt. Wir sagen so Standbeine, da haben wir ja auch eine schöne Figur zu. Stimmig zur Person, genau. Eieiei. Während Simon das noch schreibt, Ilga? Ich habe die Reihenfolge leider nicht so im Blick, aber du bist gerade ganz oben. Ich glaube, Zoom macht das relativ intelligent. Ich glaube, es sortiert das automatisch, wie es scheint. Ja, also was ich stimme natürlich dem zu, was schon gesagt wurde. Was für mich so ein bisschen vielleicht ergänzend zu diesen Problemlagen oder Problemfeldern, ich würde dazu sagen, was schön hervorgekommen ist, ist zu unterscheiden eben, dass es Problemfelder gibt, die sich lohnen, die eigene Zeit zu investieren, beziehungsweise dann eine intelligentere Lösung oder intelligentere Ökonomie, hat es der Herr Falting genannt. Das hat bei mir was ausgelöst, weil man kann überall Probleme finden, aber nicht alle lohnen sich damit zu beschäftigen. Und das ist als Motivation, glaube ich, ganz gut, für mich zumindest. Und das Zweite, was auch für mich, ich habe schon vieles gehört, vor allem wenn es um Team geht, Kapital hatten wir es schon, dass es eher in Richtung Lead Entrepreneur und Management Team, hat er das genannt. Und dass das nicht unbedingt immer gleichberechtigt ist. Das heißt, in dieser agilen Welt geht es immer um Empowerment und alle reden mit. Aber wie sich jetzt zumindest für sich, wie ich jetzt richtig, ich weiß nicht, ob es richtig rausgehört, aber es kann sich auch umkehren, indem man sagt, okay, wenn alle jetzt beteiligt sind, also wenn zu viele Köche quasi können noch den Brei verderben, so klingt das für mich, dass das dann eine gewisse Führung braucht, also dieses Lead-Entrepreneur und das Management-Team macht dann die Organisation, und das hat für mich, bei mir auch was ausgelöst, ja. Okay. Lead-Entrepreneur plus Team, so, ja. Plus like Management-Team sozusagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Okay. Mehr finde ich gut. Ja, Petra nochmal, würde ich sagen. Das steht bei mir oben, danach Burkhard. Ja, also ich finde es im Hinblick auf möglichst wenig Kapitaleinsatz die Vereinfachung von Abläufen und da den Fokus konsequent drauf. Was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht?
Oh, merci beaucoup, Fabienne. Oh, das war schon ganz schön hoch. Ja. Reaktionen. Habe ich das so richtig festgehalten oder fehlt ein Punkt bei dir, Petra? Nein, also Reduktion auf das Wesentliche, das kommt schon so rüber. Ja. Vor allem, was brauche ich nicht, genau. Und wo ist das? Okay. Dann jetzt habe ich Reaktionen nicht. Ja, ich würde noch gern ergänzen zu dieser Frage Kapital, die ja hier tendenziell etwas klein geredet wird, aber es mag ja auch fabelhafte Ideen oder Konzepte geben, die auch zu der Persönlichkeit des Gründers passen, Social Values integriert und so weiter. Aber auch da kann es dann sein, dass es wichtig ist, schnell zu wachsen und einen Markt zu besetzen. Und da braucht man dann häufig durchaus Kapital. Also ich finde, es geht nicht um Kapital ja oder nein, sondern wann kommt der Kapitaleinsatz zur rechten Zeit? Also wann, wie viel Kapital und dass man mit Kapitalgebern vernünftig umgeht, verhandelt etc. Dass man also quasi nicht selbst enteignet durch die Kapitalzufuhr. Natürlich gibt es immer eine teilweise Selbstenteignung in Anführungszeichen, aber dass man trotzdem noch irgendwie im Driver Seat bleibt und an das Thema nicht entgleitet. Ja. Ich habe es also versucht, so festzuhalten. Ja? Wir sammeln es erstmal dazu. Ist das so okay so? Kapital ja oder nein? Ja, falsche Frage ist eine Timing-Frage und eine Persönlichkeitsfrage. Ja, ich sag mal so, man muss es halt so einsetzen, wie es gebraucht wird und dann damit umgehen in der Situation. Ich würde einfach nicht sagen, dass es so digital ist. Ja. Okay. Okay, jetzt Mandy sehe ich bei mir. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist sozusagen, aber dass man halt nicht die Fehler des bisherigen Kapitalismus macht, sondern so, dass man nicht in diesem, ja, diese ewig steigende Wachstumskurve nachgehen möchte, weil die ist ja eher so eine nach unten geöffnete Parabel, wenn man ehrlich ist. Halt so dieses nicht Monokulturen im Sinne von, also dass man eher gesund wächst, also auch verschiedene Bereiche verknüpft und dadurch effizienter handeln kann, aber halt anders effizient als das, was uns also der bisherige Kapitalismus uns beigebracht hat. Mhm. Also vielleicht so ein ökologischer Kapitalismus oder sowas. Ja, ich halte es einfach mal mit so Ökologie fest. Okay. Jetzt Heike. Ja, super. Mehr zwei Ergänzungen habe ich oder Fragen dazu. Einmal zum Kapital von Burkhardt war das, glaube ich. Ne? Ich habe auch noch zugenommen, liegt aber auch vielleicht, weil ich das Buch hier schon davor mal gelesen habe. Ich brauche auch immer noch eine Reserve. Ich brauche noch eine finanzielle Reserve, wenn irgendwas passiert. Ne? Dass ich da immer noch so und so viel, 20% oder je nachdem. Da wurde ich auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das angesprochen hattet oder ob ich das jetzt aus dem Buch noch in Erinnerung hatte, dass ich einfach noch die Reserve brauche. Ne? Wenn beispielsweise ich schnell auf den Markt kommen muss,
weil sonst die Konkurrenz einfach schneller ist und das Ganze im Grunde genommen dann ja im Sande verlaufen ist. Dann brauche ich aber auch noch eine Reserve, um pushen zu können. Welches wenn mir eine ausfällt. Welches Buch meinst du denn? Das hatte ich vorhin reingeschrieben. Also es gibt ja mehrere. Ja, ich bin jetzt nicht ganz frisch in dem Bereich. Kopf schlägt Kapital also, beispielsweise. Okay, danke. Ja, dann David gegen Goliath und ne, es gibt ja noch so Leadership und noch so ein paar. Das geht so bei mir so ein bisschen ineinander über. Immer das, was für mich hängen bleibt. Das war die eine Sache. Dann bei den Problemfeldern. Ne, mich zu entscheiden, welche sinnvoll sind. Ich habe die Erfahrungen jetzt gemacht, ich habe selber eine Schwimmschule gründen wollen, so, und dass ich auf jeden Fall wissen muss, wo ist der Engpass? Dass mir das immer ganz klar vor Augen ist, wo ist der Engpass? Bei mir war es die Wasserfläche, alles andere war okay. Aber dann war die Wasserfläche der Engpass, da kam ich nicht weiter und kann zu dem Zeitpunkt nur sagen, so, in dem Umfeld geht das jetzt nicht. Da nützt mir das Kapital alles nichts. Also ne, bei den Problemfeldern beziehungsweise da, wo ich Lösungen für finden möchte, es muss das Problem des Kunden sein. Ne, oder der Umwelt, das ist das eine. Und ich muss mir klar sein, wo mein Engpass ist und ob ich den beeinflussen kann oder nicht. Ja, ist jetzt so ein bisschen so die Engpass-Theorie, das ist ja wiederum ein ganz anderes Theoriefeld dazu. Ich nehme es trotzdem mal so auf, welches Problem ist für mich sinnvoll. Ja, dann lass einfach weg, wenn es nicht reinpasst. Nee, ich nehme es trotzdem auf jeden Fall auf. Mit der finanziellen, aber Engpass, ich will mit so einer Engpass-Theorie aus St. Gallen, das hat eine ganz eigene Management-Theorie auch dazu. Okay, ich war mein Hip. Wenn wir jetzt sagen über, klar, finanzielle Reserve, klar, wir sagen ja nicht so, setz dein letztes Hemd jetzt auf Rot oder Schwarz und hoffe, dass du dann irgendwie mit deiner Idee beim Roulette gewinnst. Und ich kenne es auch so ein bisschen aus den Startups, die wir begleitet haben, wenn wir sagen immer mit wenig Kapital gründen, dann ein bisschen Kapital braucht man ja schon. Also man braucht ein bisschen Geld für die Webseite und sowas. Und aber man sollte jetzt nicht alles aufs Kapital setzen. Also gibt es durchaus... Nee, Ressource. Ersetzt durch Ressource? 1.000, 2.000 Euro oder auch mal 5.000 Euro braucht oder so. Aber es sind ja alles auch noch Beträge, die man irgendwie selbst oder durch Freunde oder Familie zusammenbekommt. Meistens auf jeden Fall. Oder eben durch... Naja... Also Methoden mit Crowdfunding und anderen Möglichkeiten, wenn es eben, wenn ich das Geld eben nicht zusammenbekomme, die 1.000 Euro, dann gibt es heutzutage eben andere Tools, womit ich das... Ich würde beispielsweise nie auf Freunde und Familie setzen, dabei nie. Genau. Das wird immer so, ne? Aber gut, das ist eine andere Entscheidung. Die sollte erhalten bleiben, darum geht es nicht. Okay. Also mir ging es um die Ressourcenknappheit, dass ich gegebenenfalls zur Not, also nicht nur das Finanzielle, dass du auch sagst, okay, ich habe ihn in der Hinterhand, wenn ich nicht so kann, dass der mit einspringen kann. Pack so hin. Genau. Jetzt nehmen wir noch Edgar als letzten. Wird im Laufe der Masterclass werden, jenseits der Konzeptualisierung, auch so handwerkliche Fragen geklärt oder Hilfestellung genommen, wie man im Förderungsdschungel zurechtkommt, welche Rechtsform man vielleicht nimmt oder nicht. Wird sowas besprochen werden? Das ist bei uns jetzt nicht der Fokus. Das kommt nachher beim Komponentenportal und beim erfolgreichen Proof of Concept dazu. Till, du hast gerade die Hand. Genau, das ist ein Beispiel dafür, dass wir uns an einem Feedback orientieren. Also wir sind ja wirklich in der Konzeptarbeit. Das Unser Finale der Masterclass ist ja in der Proof of Concept. Das ist ja noch vorm Gründen tatsächlich, vor der Umsetzung. Aber was wir euch anbieten, haben wir im letzten Jahr das erste Mal gemacht, ist, wir haben mit Thomas Fullerott, der auch im Stiftungskuratorium sitzt, einen sehr erfolgreichen Gründer, der sich da gerne bereit erklärt. Wir machen zwei Sitzungen übers Jahr, eine jetzt gleich am 30. November. Und dass die Leute, die in die Masterclass einsteigen und das Gefühl haben, ich habe jetzt gerade so dringend Fragen auf der Seele zu genau solchen alltäglichen Fragen, in Anführungsstrichen, dass ihr die stellen könnt. Und dann nochmal, ich glaube, es irgendwo in der zweiten Hälfte des Jahres für die Leute, bei denen die Fragen dann aufgekommen sind in der Zeit. Aber tatsächlich im Konzept der Masterclass, wir machen die Konzeptarbeit, werden wir euch nicht sagen, helfen können dabei, welche Förderung und welche Rechtsform und Co. Ihr könnt auch keinen Tipp geben, wer das dann tut oder so. Na doch, über das Komponentenportal natürlich. Über das Komponentenportal. Das schon, ja. Danke. Ja, danke. Mit denen sind wir doch sehr eng verbandelt. Danke.
Gerne. Komponentenportal ist ein Projekt von uns. Wir sind hier mehr so der Inkubator, wo die Ideen gedeihen und sprießen und zum Konzept werden und dann nachher mit den Komponenten umgesetzt werden. Und zwischendrin ist dieser Proof of Concept beim Summit, wo ihr dann wirklich einen harten Markttest machen könnt und da Feedback bekommen könnt. Okay, danke. So, Petra nochmal. Ja, nochmal zum Thema Kapital von Verwandten und Freunden. Das ist sicher immer gefährlich, aber in dem Fall ist das natürlich gemeint, wie zum Beispiel Heini Staudinger das gemacht hat, wahrscheinlich mit lupenreinem Vertrag. Nur so geht es und so geht es innerhalb wie außerhalb der Verwandtschaft. Und Vertrauenswürdigkeit ist das A und O dabei. Insofern würde ich das Thema Verwandtschaft und Finanzen nicht unbedingt trennen. Man muss es halt nur einfach gut planen. Das war mir noch wichtig. Genau, ja. Da gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten und auch, was man als Gründer oder Gründerin vielleicht dort auch präferiert. So. Till, ich würde sagen, du kannst jetzt, das waren jetzt alle Meldungen hier. Till, ich glaube, du kannst jetzt auf die Termine mal gehen. Ah, nee, hier sind die Termine, genau. Genau, ihr müsstet jetzt wieder den Bildschirm hier sehen können, von den meinem Bildschirm mit den nächsten Terminen. Die haben wir euch nochmal aufgelistet. Es geht weiter quasi im Anschluss hier dran am Mittwoch, diesen Mittwoch. Da machen wir Projektarbeitszeit, aber auch Einführung in die Technik ein bisschen. Das ist nicht ganz einfach hier, sowohl bei Zoom als auch mit Talk, mit dem wir arbeiten. Aber dann nehmen wir uns nochmal am Mittwoch Zeit. Ich glaube, das ist von 18.30 Uhr bis 21 Uhr. Genau. Till und ich hier sind. Till, willst du noch kurz was dazu sagen, vielleicht auch zu den zur Technik? Ja, genau. Also ihr habt ja alle schon die Mails von Talk bekommen. Sehr viele sind auch schon Talk drin. Und uns ist bewusst, dass das ein neues Tool für ja wahrscheinlich ein Großteil ist. Und in dieser Projektarbeitszeit können wir uns zum Beispiel unter anderem damit beschäftigen. Wir beantworten aber auch gerne sonst eure Fragen, die ihr jetzt noch zum Eingang der zum Beginn der Masterclass habt, beziehungsweise die jetzt in dem ersten Termin entstanden sind. Das ist so ein vergleichsweise loses Meet and Greet, was wir dort auch machen wollen, weil da heute nicht alle dabei sein konnten. Also der Termin, manche haben ja wirklich erst vor 2 Wochen entschieden, dass sie die Masterclass machen wollen und jetzt haben sie nicht unbedingt diesen ersten ganzen Samstag freischaufeln können. Das heißt, dort würden wir uns auch gerne nochmal in die Kennenlernrunden begeben. Also ich sage es ganz ehrlich, es gibt keine Pflichttermine sowieso bei uns. Die Projektarbeitszeit zum Beispiel aber nehmen wir nicht auf, können wir nicht, also können wir schon, aber das sind Gespräche einfach, die möchten wir jetzt nicht zwingend aufnehmen. Kommt gerne, ihr seid sehr herzlich eingeladen, dann habt ihr nochmal die Gelegenheit, andere kennenzulernen und einen sehr, sehr unkomplizierten Zugriff auf Simon und mich. Genau, dann geht es weiter am 30.11. am Mittwoch, da steht euch Thomas Vollroth zur Verfügung, der die Zeit gegründet hat, auch so intern bekannt so als Olivenöl-Kampagne. Er war lange Zeit bei Herrn Faltin, hat er gearbeitet und auch bei der Tee-Kampagne und hat dann gesagt, hey, funktioniert das ganze Tee-Kampagnen-Konzept nicht auch für Olivenöl? Dort gibt es auch verschiedene Problemlagen bei den Olivenöl-Produzenten und steht euch und hat dann noch ein paar andere Unternehmen gegründet und steht euch dann da für eure Fragen zur Verfügung. Dann haben wir wieder einen Samstagtermin am 10.12. Da geht es um die Themen, die heute schon so ein bisschen angeklungen sind, die auch von euch kamen. Stimmig zur Person. Es muss was mit mir zu tun haben. Es muss auch was mit draußen zu tun haben, mit dem Markt. Und dass ich die Idee öffne. Und dann am Donnerstag, den 15.12., haben wir den Dr. Huhn bei uns. Er ist der Experte für meine Stärken zu stärken. Und der war bei der Freien Universität Doktor und alle Studenten sind quasi zu ihm gelaufen und wollten wissen, hey, wie komme ich denn zu meinen Stärken, wie kann ich meine Stärken stärken und wie kann ich denn meine Herausforderungen damit meistern?
wie man in den Flow kommt, falls euch der Begriff was sagt. Er ist wirklich da, denken wir, führend in dem Bereich, wenigstens in Deutschland, Dach, wenn nicht sogar Europa, und hat das noch mit Werten verbunden. Dann geht es weiter am Montag im Januar, im neuen Jahr. Da machen wir eine Methode von Professor Otto Scharmer vom MIT aus USA, das Institute of Technology. Er hat so eine soziale Technik da entwickelt, wo er hat so die Theorie U, wo man vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein kommt und dann wieder mit neuen Zielen vorkommt. Es sieht so aus, als ob wir vielleicht Professor Otto Scharmer auch noch mal persönlich bei der Masterclass online dazu bekommen. Wir haben uns jetzt mit seiner Mitgründerin getroffen am Donnerstag diese Woche. Und wir werden noch ein bisschen enger zusammenarbeiten. Otto Scharmer war schon mal beim Summit und wir werden ihn dazu holen. Vielleicht ist es auch der 4.1., aber die ganzen, ist auf jeden Fall Till, ist ein Montag oder ein Mittwoch der Termin? Es müsste ein Montag sein. Also, oder haben wir es dann? Auf jeden Fall, die ganzen Termine. Nee, der 4. ist ein Mittwoch, entschuldige, ist ein Mittwoch, weil dann haben wir es nur in der Präsentation gerade. Es steht überall richtig drin, nur dort nicht. Okay, es ist Mittwoch, der 4.1., wo wir uns treffen. 2.1. wäre auch sehr sportlich gewesen, direkt nach dem Neujahr. Alle Termine findet ihr auch nochmal auf der Webseite, entrepreneurship.de, sollte ja bekannt sein. Dort Masterclass anklicken, Termine. Ihr könnt auch diesen ganzen Termine quasi abonnieren, wir haben so einen Google-Kalender dafür angelegt. Das schicken wir euch nochmal alles. Den Link dazu. So könnt ihr die Termine auch in euren Terminkalender bei Google oder auf eurem Handy quasi abonnieren und dann habt ihr das alles direkt in eurem persönlichen Kalender drin. Vielleicht noch ein Wort dazu und dann kommen wir zur Frage von Maike. Die Termine sind, wir haben jetzt noch quasi einen Samstagtermin und danach wechseln wir im neuen Jahr auf einen anderen Modus, dass wir am Freitag die längeren Workshops machen. Stimmt das denn? Ja, genau. Mit dem Hintergrund, dass das ist auch wieder so ein Ding, was wir aus den letzten Jahren jetzt mitgenommen haben, doch sehr viele, also wir immer wieder am Samstag Leute verloren haben. Und jetzt haben wir gesagt, gut, dann machen wir das jetzt, räumen wir das ganz anders auf. Wir erwarten ein gewisses Commitment. Das heißt, es sind 5 Freitage, glaube ich. Das sprich, Leute wie wir auch, die ja normal berufstätig sind, müssten sich tatsächlich dann 5 volle Urlaubstage nehmen oder wie auch immer, die das dann persönlich geregelt kriegen. Deswegen machen wir es aber erst ab dem neuen Kalenderjahr, weil ja doch einige, also die meisten ihren Urlaub nicht so kurzfristig nehmen können. Allerdings fürs nächste Jahr, das ist zumindest meine Erfahrung, als aus dem Angestellten-Dasein geht es. Genau, und jetzt hatte Maike noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Ein Hinweis nur, ich habe mit Till einen kurzen Austausch darüber gehabt, dass man das irgendwie auf iCall nicht laden kann. Das geht aber über diesen Talk, wenn man da auf diese Pluszeichen... Ah, super, ja. Mache ich nur mal für alle. Das muss Danke. Nicht cool sein. Dann das Zweite, ich hatte mir von der letzten Veranstaltung, von dieser Infoveranstaltung, die ihr gemacht habt, Screenshots gemacht von den Terminen und da waren mindestens 2 Termine dabei, die off und online waren. Also ein Treffen in Berlin. Ah, das okay. Ja, wir haben jetzt hier nicht mehr vorgesehen. Ist das hier ist jetzt nur, das ist nur die Vorschau für die nächsten Wochen quasi. Also das ist die jüngste Zukunft. Die gesamte Terminübersicht findet ihr eben unter dem Link. Ich kann ja bei der Gelegenheit dann doch mal einfach... Das ist jetzt meine letzte Frage. Die gesamte Terminübersicht mit dem Link. Also ich sehe das jetzt hier nur bis zum 24. März. Und nicht für das ganze Jahr durchgetaktet. Das wäre sehr hilfreich für das ganze Jahr wegen Urlaubsplanung und allem anderen. Jetzt verstehe ich. Du bist gerade in Talk. Das meinst du mit der Team? Ja. Okay, genau. Nee, in Talk habe ich die Programmpunkte auch nur bis zum März erstmal drin, weil da noch teilweise Fragen mit den Referenten offen sind. Ja. Und jetzt verstehe ich auch, was du mit dem Kalender meinst, genau. Das, was ich jetzt gerade im Chat gestellt habe, das ist die Terminseite auf unserer öffentlichen Webseite, die alle Menschen sehen können, nicht nur ihr.
Aber das, was du meintest, das mit Talk, iCall, ja, das kann ich gerne noch machen. Die Programmpunkte gibt es alle da, aber dann müsst ihr auch damit zurecht leben können, dass da mal sich noch ein Referent vielleicht ändert oder eine Referentin, gegebenenfalls dann vielleicht noch mal am Tag sind Verschiebungen entsteht, aber das kommunizieren wir natürlich auch immer. Okay. Wenn irgendwie sowas passiert. Aber kann ich machen und dann hast du die volle Integration über deinen iCall-Kalender. Ah, okay. Gut. Gar kein Problem. Ah, super. Mhm. Danke. Genau, aber abgesehen von dieser Technik, iCall und so, die ganzen Termine sind auf der Webseite das ganze Jahr durch. Also ihr könnt euren Urlaub um die Masterclass herum planen jetzt quasi und könnt alle Termine dort einsehen. Auf der Webseite, die auch gerade Till nochmal rumgeschickt hat, entrepreneurship.de Masterclass, dort findet ihr die Termine. Gut, jetzt würden wir euch versuchen, ein wenig untereinander zu vernetzen. Da noch mal die alle Termine werden noch eingestellt auf Talk. Alle ja, da, genau, okay. Das auch noch. Ja. Gut, okay, danke. Jetzt würde ich euch bitten, wirklich, dass viele hinter den Namen nochmal ihren Ort schicken, ihren Ort schreiben. Das könnt ihr wenn ihr auf euren Bild klickt, bei den drei Punkten, könnt ihr dahinter euren Ort ergänzen. Das brauchen wir gleich, um euch ein bisschen zu vernetzen. Genau. Ich würde euch gerne, bevor wir gleich die Vernetzung dazu machen, noch einmal etwas zeigen, was Till und ich dann so ein bisschen durchgehen. So, seht ihr jetzt alle meinen Bildschirm? Ich glaube schon, oder? Ihr müsst jetzt alle meinen Bildschirm. Wir haben uns eine Etikette und ein paar Regeln für die Entrepreneurship Masterclass ausgedacht. Das denken wir ist sinnvoll, auch gerade wenn ihr euch gleich untereinander ein bisschen vernetzt und dann in den nächsten Workshops auch. Fangen wir mal, ich lese jetzt nicht jede einzelne vor, da werde ich niemals so abfragen, außer es gibt natürlich radikale Verstöße dagegen, aber dass wir einfach mal drüber gesprochen haben. Wir würden uns wünschen, wenn ihr hier hinkommt, habt einen freien Kopf. Das ist bestimmt nicht immer ganz einfach, aber versucht hier zu sein und nirgendwo anders und versucht aktiv teilzunehmen, in dem Sinne, wenn jemand eine Idee vorstellt, dass ihr versucht, die Idee weiterzuentwickeln, weiter zu öffnen und nicht zu sagen, Mensch, das funktioniert doch eh nicht oder das gibt es doch schon. Bestimmt gibt es schon vieles, aber bestimmt ist auch vieles, was es gibt, problemverschärfend und nicht unbedingt so problemlösend, wenn wir auf die Problemlagen schauen, die wir uns eben angeschaut haben. Und ein bisschen auch selber denken bei dem Ganzen. Das haben wir ja gerade mit der Zusammenfassung schon gemacht. Und aktiv zuzuhören. Wenn jemand was sagt, vielleicht nicht direkt darauf reagieren, sondern erstmal das versuchen zu verdauen und zu verinnerlichen und dann da einen Dialog zu schaffen. Wenn es Probleme gibt, dann könnt ihr das gerne, das Anliegen an uns kommunizieren, die wir dafür verantwortlich sind. Und dann versuchen wir, das zu lösen. Und in dem Ganzen, was jetzt auch Herr Faltin gesagt hat, gibt es bestimmt auch immer wieder Punkte, die detaillierter besprochen werden, die wo auch auf Fragen eingegangen wird. Aber versucht das Gesamtbild zu verstehen, auf das nicht jedes einzelne Wort auf die Goldwaage legen, sondern versucht das Gesamtkonzept zu verstehen und nicht so sehr abzugleiten in die Details. Auch wir sind Lernende bei dem Ganzen, auch Herr Faltin, das ist die Ansatzweise, wo wir jetzt hier rangehen. Deswegen sind wir sehr gespannt auf euer Wissen, auf euer Know-how und vermitteln das nach bestem Gewissen und Wissens- und Wissensstand. Was wir nicht so machen können, die Frage kam ja auch auf, ist, können wir individuell beraten zu Themen wie Förderung oder Steuern und so. Ja? Da braucht man Komponenten, da braucht man Fachleute, Experten dafür. Ein paar davon haben wir gefunden und zur Verfügung gestellt beim Komponentenportal.
Aber rennt jetzt nicht einfach mit einem halbfertigen Konzept oder Idee dahin zu denen. Die kosten auch Geld. Die guten Leute kosten einfach Geld. Und sondern versucht erstmal mit uns hier in der Masterclass ein gutes Konzept zu entwickeln. Das jetzt erstmal so grob vielleicht zu den Regeln und zu der Etikette. Könnt ihr euch das in Ruhe nochmal durchlesen? Wir stellen euch das Dokument zur Verfügung. Wir tun gleich nochmal einen Link hier reinposten. Wir schicken euch das E-Mail nochmal zu. Und damit wir einfach alle im Sinne der Masterclass hier an schönen, guten Ideen zusammenarbeiten können. Maike, du hast noch eine Frage. Ja, sorry, ich muss nochmal nachfragen. Jetzt haben wir diese Etikette und den Ablaufplan, aus dem ja hervorgeht, dass ihr jetzt nicht so ganz konkret juristische Beratung oder irgendwas macht, aber an welcher Stelle in diesem ganzen Ablauf reden wir denn über die einzelnen Konzepte? Das machen wir auch. Da könnt ihr die einreichen und dann schauen wir uns die an und nehmen wir einzelne Konzepte da vor die Klammer und versuchen das dann das Wichtigste für alle Leute dann zu machen. Wir machen so eine Art Brainstorming für die ganzen Ideen und Konzepte und dann arbeitet die Crowd quasi für euch und wir sammeln das alles und stellen euch das dann zur Verfügung. Genau, das ist das sogenannte Laborformat. Aber es geht dieses Jahr noch einen Schritt weiter. Das habt ihr vielleicht an anderer Stelle schon gehört, bei der Infoveranstaltung oder beim Summit, dass wir die Workshops, das hat noch einen anderen Hintergrund, warum die von 9 bis 17 Uhr gehen, ganztags sind. Und die werden ähnlich wie heute ungefähr konzipiert sein. Das heißt, wir werden vormittags einen Workshop-Input-Teil haben von Professor Faltin mit exemplarischen Beispielen, mit auch Breakout-Sessions, bei denen wir exemplarisch, wenn wir zum Beispiel in die Methodenarbeit kommen, Methodiken üben. Und am Nachmittag dann wird es auch ähnlich wie heute. Dann sind Simon und ich, solange ich noch da bin, und sonst gibt es noch deswegen auch die Freitage, damit wir unsere 5 KollegInnen noch mit einbeziehen können, werden dann für euch hier sein. Wir werden erstmal auch eine kleine Zusammenfassung machen. Was war das am Vormittag? Die noch offenen Fragen klären, wenn es welche gibt, und wollen dann zusammen mit der Business Canva, die wir euch noch vorstellen werden, aber zu gegebener Zeit dann, dort sollt ihr eure Ideen festhalten und da sind wir dann für euch den Nachmittag da, um auch in Übungen das voranzutreiben. Das ist auch ein Feedback aus den letzten Jahren. Wann kommt denn meine Idee ran? Und das wollen wir ein bisschen anders angehen dieses Jahr. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Vernetzen untereinander. Wir haben ja jetzt ja viel über Inputs und Theorie gesprochen. Und jetzt wollen wir euch ein bisschen untereinander vernetzen. Das macht jetzt wieder Till anhand eurer Orte. Mhm. Teilweise wissen wir ja auch, als ihr euch angemeldet habt, aus welchen Orten ihr seid. Wir probieren es nach bestem Gewissen, es hinzubekommen. Ja, ich bin soweit auch bereit und ich möchte gleich mich entschuldigen, falls sich jemand vom Kopf gestoßen fühlt. Bayern und Österreich, ihr habt natürlich nicht dieselbe Kultur, aber ihr seid 4 und 3, deswegen dachte ich, geografisch seid ihr doch noch ein bisschen näher beieinander. Dann packe ich euch zusammen. Ich hoffe, ihr verkraftet das. Die Baden-Württemberger nehmen bitte die Menschen aus Rheinland-Pfalz auf und umgekehrt. Ansonsten musste ich im Nord-Nordwest sehr großzügig zusammenfassen. Aber ihr werdet euch erkennen und kennen, die sich kennen wollen. Berlin haben wir das umgekehrte Problem. Wir sind dieses Jahr wieder sehr Berlin-zentriert, was tatsächlich untypisch ist. Weil seit der Digitalisierung der Masterclass 2020 war das genau das umgekehrte Bild. Wir hatten, obwohl wir in Berlin based sind, nur noch irgendwie 15% Teilnehmende aus Berlin. Dafür welche aus Singapur, Portugal, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Dieses Jahr wieder deutlich mehr. Also die Berliner können sich freuen. Ihr habt ordentlich Community-Zugang, die allen anderen. Zum Beispiel heute ist einer nur aus Frankfurt dabei. Die Alumni-Community ist allerdings sehr stark in Frankfurt. Also keine Sorge, ihr werdet auch Kontakte knüpfen können vor Ort. Mal abgesehen davon, dass wir heutzutage eh alle digital sind und das wahrscheinlich weniger ein Problem darstellt. Und dann eine Gruppe, mit der ich eher unglücklich bin. Aber da seid ihr so wenige einfach gerade. Ich musste Hessen, Sachsen, Sachsen-Anhalt zusammenpacken. Ihr seid so auch so in gewisser geografischer Nähe. Aber ihr kriegt das hin. Und, genau. Ja. Und inhaltlich, also wie ein paar Fragestellungen, die wir jetzt mal reingeben,
könnt natürlich auch einfach so euch kennenlernen. Wer bist du? Wie heißt du? Warum bist du denn bei der Masterclass dabei? Was ist dein Hintergrund und was bringst du vielleicht für die Masterclass mit, damit man vielleicht auch die Kompetenzen ein bisschen kennenlernt und sich vielleicht vernetzen kann dazu? Dafür sind 20 bis 30 Minuten angesetzt. Und wie auch bei den Sessions davor, wenn ihr schon ein bisschen früher fertig seid, nach 20 Minuten, dann benutzt auch den Rest als kurze Pausenzeit, mal aufzustehen, den Rücken ein bisschen gerade zu machen. Und danach treffen wir uns wieder hier um 15.10 Uhr, würde ich sagen. Genau. Es ist jetzt wirklich ein reines Kennenlernen. Also ihr seid frei in der Gestaltung dessen, die drei Fragen, die wir da mitgeben, ja, ich glaube, die hätten wir auch nicht schreiben müssen, das ist irgendwie selbsterklärend. Aber ja, ich bin ganz gespannt, was sich da zusammentut. Ich wünsche euch schöne 30 Minuten. Bis gleich. Wir hoffen, ihr habt euch jetzt schön eure Nummern ausgetauscht, festgestellt, dass ihr teilweise wahrscheinlich direkt nebeneinander wohnt und trefft euch morgen auf einen Kaffee oder auf einen Spaziergang im nächstgelegenen Park. Gut, das wird jetzt in der Bayern-Österreich-Gruppe vielleicht nicht so gelaufen sein, aber in anderen schon. Und ich mache jetzt gleich parallel die nächste Runde bereit. Das ist ein bisschen frickelig, das Ganze. Deswegen. Genau, aber das würde mich mal interessieren. Wohnt jemand quasi direkt nebeneinander oder in derselben Straße oder im selben Kiez, geht man zum selben Bäcker? Das haben wir in unserer Gruppe noch gar nicht ausgetauscht. Oha! Wir haben das nicht ausgetauscht. Und in unserer Gruppe war ein Impuls, ist das möglich, Mailadresse von diesen alle Leute zu kriegen oder mindestens von Leuten, die in dieser kleinen Gruppe sind gewesen, dass wir diese oder jene Information oder irgendwelche Wunsch zu treffen äußern können. Sagen wir so, ihr seid ja alle über Talk dann auch vernetzt. Ah, okay. Langfristig und dort könnt ihr euch direkt, Talk ist quasi, ich spreche es immer nicht gerne so aus, weil wir das ist ein böses Wort, aber das hat so ein bisschen die Funktion eines Facebooks und da könnt ihr dann eben auch euch gegenseitig direkt immer kontaktieren, anschreiben. Aber Till, wir hatten eben auch eine externe Teilnehmerin dabei, die ist natürlich nicht im Talk, ne? Die ist noch nicht im Talk. Ich habe aber alle diese Gruppen, die jetzt gerade entstanden sind, mir alle notiert. Also wenn da ein ganz dezidierter Wunsch besteht, nochmal mit Kontakt mit aufzunehmen, dann würde ich den entsprechend herstellen. Beziehungsweise an die, ich weiß jetzt ja nicht, wer das war bei euch, das ist eben auch ein Teil des Programms der Masterclass. Also wer in der Masterclass, also das ist ja unser Netzwerk, das ist ja auch eins unserer Hauptargumente, warum wir so stark für unser Programm uns einsetzen, weil wir eben glauben, neben all dem, was der Professor Faltin euch an Theorie und Methodiken mitgeben kann, und wir haben ja nicht den Anspruch, dass wir die neue Bibel verfassen, höchstens vielleicht ein Unterkapitel oder irgendwas, es gibt nicht die eine Wahrheit, aber was es auf jeden Fall gibt, ist ein Netzwerk von Gleichgesinnten, die zumindest schon mal in eine ähnliche Richtung gehen wollen und deswegen, das wäre jetzt auch ein Argument für die Dame in eurer Gruppe, sich das nochmal zu überlegen, ob das mit der Masterclass nicht doch was wäre. Okay, gut. Vielleicht so als Lessons learned mit reinnehmen in die nächste Runde. Daten austauschen, E-Mail oder Name. Ich kam mir auch schon mal vor, LinkedIn oder Xing sich zu vernetzen, macht auch immer Sinn. Da kann man ja auch nochmal per Algorithmus sehen, wo man schon irgendwie zusammen gearbeitet hat oder wie man noch kennt und so. Das vielleicht jetzt für die nächste Runde mitnehmen. Till wird euch gleich untereinander vernetzen. Also ich wollte es gerade nur ergänzen, dass wir Bayern tatsächlich alle aus der Region Nürnberg kommen. Also wir sind Luftlinie von Nürnberg, das ist bei mir 80 Kilometer und Berching liegt, glaube ich, noch näher dran. Also wir sind relativ nah beieinander. Also ist so, finde ich, eine ganz gute Trefferquote, weil Bayern ist ja schon ein bisschen größer. Ja, ich brauche noch einen kleinen Moment, ja. Ich habe in Bamberg studiert, in der Bierhauptstadt der Welt. Ein bisschen kleiner als Nürnberg. Was hast du denn studiert? Na, das Falsche natürlich, BWL. Gastwirtschaft hast du wahrscheinlich studiert, wa? Und danach habe ich erst Herrn Faltin kennengelernt. Ja. Er hat Business Administration studiert. Ja, genau, das war europäische Wirtschaft.
Aber war noch Diplom, konnte ich viele Soziologie mit reinnehmen und das war ganz interessant. Ja. So, jetzt schicken wir euch quasi, tun wir euch nochmal zusammen vernetzen, zusammen würfeln. Ähnliche Fragen wieder, wer bist du, wie heißt du, warum bist du bei der Masterclass? Wollt ihr euch vernetzen? Dann E-Mail oder Telefonnummer oder LinkedIn-Profil oder sowas reinposten, Name. Und vielleicht auch, was bringst du für die Masterclass mit, dass man schon mal so ein bisschen Kompetenzen vielleicht kennenlernt. Genau, noch ein kleiner technischer Hinweis, wenn ihr den Chat in der Breakout-Session nutzt, also der Chat ist quasi immer dort, wo ihr auch seid. Das heißt, ihr könnt dort alles reinschreiben, was ihr wollt. Das wird nur innerhalb dieser Breakout-Session dann auch sichtbar sein und bleiben. Ihr könnt dann aber am Ende des Tages euch euren Chat auch allein, also selbst speichern. Da gibt es irgendwie unten drei kleine Pünktchen. Ich bin hier gerade woanders, deswegen kann ich es nicht selber genau anschauen. Und dann habt ihr nämlich einmal den Chat aus dem Globalen, den wir auch im Nachgang euch zur Verfügung stellen. Aber ihr habt eben auch euren Chat aus den Breakout-Sessions, wo ihr dann doch manchmal nochmal extra andere Sachen mit drin stehen. So, ich bin bei der letzten Gruppe und dann können wir loslegen. Genau, wieder so 20, 30 Minuten. Könnt ihr selbst einteilen die Zeit, falls ihr dann mal einen Kaffee trinkt. 20 diesmal. Oder einen Tee. Genau, um die 20 Minuten. Dann um 15.35 Uhr holen wir euch wieder zurück. Und Till schießt euch jetzt quasi in die... Genau, es geht los. 20 Minuten, also sehen wir uns um 35 wieder. Ein bisschen gerundet. Bis gleich. So, alle sind wieder zurück und das heißt, ich kann mich wieder in mein gedankliches kleines Kämmerchen begeben und die nächste Runde, das ist die letzte Runde und dann, wenn ihr zurückkommt, wird Herr Faltin auch wieder da sein und dann machen wir den zweiten Teil des Inputs. So, ich bin jetzt ruhig. Den Endspurt sozusagen. Genau, das war jetzt, ihr seid hier zusammengewürfelt worden, nicht nach dem Ort, sondern einfach ein bisschen wild zusammengewürfelt worden. Aber ich hoffe, ihr hattet da auch schöne Begegnungen, interessante Begegnungen dazu. Wir versuchen jetzt noch mal ein drittes Mal euch zusammenzuwürfeln. Unser Excel-König Till hat alles gegeben, um Doppelungen zu vermeiden, dass ihr nicht schon mal zusammen wart in einer Breakout-Session. Es kann natürlich immer noch sein, dass man schon mal eins... Nee, es wird welche geben. Also ihr werdet wahrscheinlich immer bis zu einer Person in der Runde haben, die ihr schon einmal gesehen habt. Ja. Aber dann kann man noch die Beziehung vertiefen. Und genau, und danach machen wir dann weiter, holen wir Herrn Faltin wieder dazu, wo wir zusammen, wo Herr Faltin eine Idee von sich vorstellt, an der er schon lange arbeitet. Und da machen wir so ein Brainstorming zusammen dazu. Haben wir denn noch eine Pause? Haben wir noch eine Pause? Pause machen wir vor 16 Uhr auch nochmal. Wenn ihr gleich in die Breakout-Session geht, die sind dann knapp jetzt 24 Minuten, könnt ihr auch nochmal 5 Minuten die Beine vertreten. So, Till, wie sieht's aus? Brauchst du noch ein bisschen? Ja. Genau, wir sind ja einige Teilnehmer hier. Till bereitet das immer vor. Auf alle Fälle ist alles immer genderneutral, ne? Immer dreimal weiblich, dreimal männlich. In den letzten zwei Gruppen jedenfalls war das bei mir so. Okay, das ist also nicht absichtlich, aber ist natürlich schön. Kann ich so nicht bestätigen. Der Algorithmus, den Till sich da ausgedacht hat, den einfachen Excel-Algorithmus, war jetzt, glaube ich, nicht per se genderneutral, sondern es war eher Zufallsprinzip. Aber schön, dass es so war bei euch. In der Gruppe. Da ich ja auch nicht bei den Einzelnen weiß, welchen Geschlecht sie sich tatsächlich zuordnen. Also das maße ich mir natürlich nicht an. Okay. So. Dann geht es jetzt noch die letzte Runde wieder wild zusammengewürfelt. Wir denken, das ist sinnvoll, dass man nicht mal kennenlernt, dass man auch schaut, woran arbeiten die anderen, was bringen sie so mit, um dann im Rahmen des Masterclass-Jahres an Ideen zu arbeiten. Wir hatten auch immer wieder ein paar Leute, die ich kennengelernt haben in der Masterclass und zusammen eine Idee umgesetzt haben. Das war teilweise ein Zweierteam, teilweise auch 4, 5 Leute.
hat auch ein bisschen variiert im Laufe des Jahres. Ist mal vielleicht auch jemand rausgesprungen aus der Gruppe und jemand Neues dazugekommen. Oder hat sich auch verkleinert, die Gruppe per se. Aber das haben wir eigentlich immer ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ich gucke nochmal kurz in den Chat rein. Genau, ein paar Leute vernetzen sich auch hier schon per Chat. Das ist auch sehr schön. Wenn ihr auf die Namen klickt, könnt ihr auch direkt Nachrichten an die Leute schicken. Und dann, wenn ihr auf alle klickt, könnt ihr wieder an alle was schicken. So, jetzt geht es gleich in die letzte Runde. Genau, ich mache die letzte Gruppe gerade. Ah ja. So, jetzt habe ich da, zack. Genau, also jetzt sind es noch knapp 20 Minuten. Ja. Nutzt vielleicht auch die letzten 2, 3, 5 Minuten, um nochmal die Beine zu vertreten, auf Toilette zu gehen. Okay. Dann starten wir und wir sehen uns dann, wie gesagt, 16 Uhr wieder hier. Bis gleich. Ja, so ihr Lieben, jetzt sind alle wieder zurück. Ja. Und das ist der Moment für mich, euch noch die letzte Mitteilung von meiner Seite für heute. Ihr habt ja die E-Mails bekommen bezüglich Talk und Co. Und ich weiß, werden schon im Talk drin sein. Es wird auch noch Leute geben, die ein bisschen aufgeschmissen sind, nicht genau wissen, wie sie es machen sollen. Wir haben jetzt entschieden, dass wir das diesmal so machen, dass wir, wir haben am kommenden Mittwoch die Projektarbeitszeit. Die hatte ich ja vorher schon kurz vorgestellt. Das ist die Möglichkeit, einmal nochmal diese Kennenlernrunden zu vertiefen, aber eben auch alle eure Fragen, die auch rein technischer Natur eben bezüglich Talk an Simon und mich zu stellen. Unabhängig davon könnt ihr uns aber eben werktags zu, sagen wir mal, klassischen Bürozeiten immer telefonisch und oder per E-Mail kontaktieren, die den Talk sind. Ihr könnt uns auch direkt im Talk anschreiben, wie ihr uns da findet, einfach Teilnehmer und dann unseren Namen suchen, Simon Till. Wir haben noch mehr im Team, die erkennt ihr an so einem Team-Tag. So viel dazu. Deswegen bitte habt Nachsicht. Wir haben gesagt, heute Talk ist jetzt noch nicht das Wichtigste am ersten Tag. Wir wollten vor allem erstmal, dass ihr alle hier ankommt. Das war der Fokus. Und dafür haben wir den Mittwoch angedacht. Im Nachgang an diesem Workshop, da hatte ich Frage mich ein paar Mal erreicht, bezüglich der Aufzeichnung. Die Aufzeichnungen werden langfristig auch immer einfach in Talk hinterlegt. Das hatte ich Marlon. Müsst ihr euren Namen noch lernen. Marlon, so gesagt, die sind dann immer automatisch hinterlegt. In diesem Fall kriegt ihr die aber auch nochmal per E-Mail, sobald sie verfügbar ist, damit auch wirklich alle die kriegen, auch die eben noch nicht so fit mit Talk sind, was vollkommen verständlich und legitim ist. Neues Tool, wie schon gesagt. Und ihr kriegt unabhängig davon auch noch ein Feedback-Formular, das hatte ich ja auch angekündigt. Und dazu sei noch gesagt, Feedback, ehrliches bitte. Ich glaube, das ist auch ein anonymes Feedback. Ihr müsst auch keinen Namen oder irgendwas angeben. Wir sind darauf angewiesen. Wir nehmen das ernst. Und wie schon gesagt, Herr Faltin liest sich das in der Regel auch mit uns zusammen durch. Und dann schauen wir, wo müssen wir vielleicht wirklich schrauben, weil das da so viel Rückmeldung kam. Und genau, das wäre es von meiner Seite dazu. Technische Fragen und alles Weitere, was euch auf dem Herzen liegt, was an Simon und mich gerichtet ist, telefonisch, per Mail oder eben noch lieber am Mittwochabend während der Projektarbeitszeit 18.30 Uhr. Und damit möchte ich Herrn Faltin wieder zurück begrüßen bei uns und übergebe an Sie. Ja, ich würde Ihnen heute gegen Ende unseres Kickoffs eine kleine Idee mitgeben. Das ist eine kleine Idee, auch nichts Besonderes, aber powerful. Da kann man was draus machen. Sie geistert schon so eine Weile durch bestimmte Kreise, aber so richtig Fuß gefasst hat das nie. Und das können wir ja ändern. Und das ist eine Idee, die können Sie heute ab 17 Uhr, wenn Sie hier die Session verlassen, für sich schon mal umsetzen. Vielleicht haben Sie es auch schon getan. So, wie heißt diese Idee? Die heißt Wasserkampagne.
präziser gesagt Leitungswasserkampagne. Es gibt eine Studie der evangelischen Kirche vor einiger Zeit, die sagen, der Unterschied, ob man Leitungswasser verwendet oder Wasser in Flaschen einkauft, ist sage und schreibe der Faktor 600. Also wenn Sie Leitungswasser verwenden, sparen Sie den Faktor 600 ein. Nicht den Faktor 10, sondern 600. Es gibt eine zweite Studie, die sagt, es ist nicht der Faktor 600, sondern es ist der Faktor 2400. Also eine kleine Idee mit einem riesigen Impact. Ja, jetzt werden Sie sagen, naja, schön, das ist sparsam. Aber wie kann ich denn daraus Geld machen? Wie kann ich denn das in eine Ökonomie umsetzen? Na, zunächst mal kann man sagen, es wird Geld gespart. Also aus dem Wasserhahn kommt kein Geld raus, aber sobald ich ihn verwende, wird Geld gespart. Und damit kann ich ja was anfangen. Aber erst mal der Reihe nach. Es gibt Leute, die sagen, ja, dieses Wasser aus dem Wasserhahn, was ist nicht so sauber, die letzte Meile, der letzte Meter zwischen dem Anschluss des Wasserwerks und dem Haushaltsanschluss kann ein Problem sein, sowas. Also da muss man dazu sagen, das ist immer wieder bestätigt, Stiftung Warentest hat sehr viele Tests dazu gemacht. Wasser ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel. Und das ist das entscheidende Argument, es ist strenger kontrolliert als das Flaschenwasser, das Sie kaufen. Egal, wo Sie es kaufen, da gibt es bessere und nicht so gute. Aber Leitungswasser ist schärfer kontrolliert als das Flaschenwasser. Das ist ein starkes Argument. Also Sie verbessern auch Ihre Gesundheit, wenn Sie Leitungswasser trinken. Ich sage nicht, dass das Leitungswasser schon 100% des Möglichen ist. Da kann man sicher noch eine Menge tun. Auch Leitungswasser könnte noch besser sein. Aber im Vergleich zum Flaschenwasser, und das ist das Entscheidende, ist es besser oder mindestens so gut untersucht, dass es mindestens in Qualität von Flaschenwasser erreicht. Das ist ein wichtiger Punkt. So, jetzt werden Sie sagen, na ja, gut, ich spare, aber wie kriege ich denn da so eine Ökonomie rein? Präziser ausgedrückt, wie kriege ich an diese Idee eine Ertragsmechanik? Wir müssen bei solchen Entrepreneurial Designs ja immer überlegen, wie kommt denn da eine Ökonomie? Man kann ja sich schöne Dinge ausdenken, aber wir wollen doch immer mitdenken, es geht um Ökonomie. Auch beim Social Entrepreneurship geht es letztlich um Ökonomie. Es müssen Leute bezahlt werden, es müssen Sachen bezahlt werden. Es muss immer irgendwo Geld herkommen. So kann man sich sagen, na gut, wenn ich Geld einspare, dann kann ich ja vielleicht daraus etwas zurechtdenken. Zum Beispiel, wenn ich eine Community aufbauen will und ich möchte, dass die Community mir etwas bezahlt, dann kann ich sagen, machen wir ab morgen eine Leitungswasserkampagne und die Einsparung stecken wir in unsere Community. Wenn ich selber diese Community eröffne, dann habe ich natürlich ein gewisses Recht zu sagen, hören Sie, ich leite diese Community, ich organisiere das. Können wir uns darauf verständigen, dass ich daraus eine halbe Stelle bekomme oder eine volle Stelle? Wäre so ein winziger Anfang Richtung sowas wie ja, eigene Gruppe, eigene Aktionsgruppe, kann man sich so vorstellen. Man kann auch sagen, man macht das in großem Stil. Man macht diese Wasserkampagne über die ganze Bundesrepublik hinweg und sagt, folgende Einsparung haben wir damit erreicht und so weiter. Wie kriegen wir das Ding denn gegenüber den großen Wasseranbietern zum Laufen? Also Sie wissen, Nestle, ich glaube, das heißt Aqualife. So eine Flasche kostet schnell einen Euro 50. Am Airport kostet 2,50 oder 3,50 für einen halben Liter oder einen Liter. Das sind ja riesige Preise. Und Sie wissen, ein Kubikmeter Wasser, jedenfalls in Berlin, kostet so ungefähr um 5 Euro. Oder das war mal, ich weiß nicht, was der letzte Preis ist. Aber das sind 1.000 Liter, 5 Euro.
Und da ist ein Liter 1,50 oder sowas. Selbst bei Aldi ist ein Liter noch 49 oder so, so in dieser Größenordnung. Also es geht schon um relevante Einsparungen. Der Coca-Cola, auch einer der ganz großen Wasserhersteller, nicht nur Cola, sondern auch Wasser. Sie wissen, Bon Aqua, das ist von Coca-Cola. Und auch da die Preise ungefähr so 1,50, 2,50. Und das Schöne an Coca-Cola ist eine Geschichte aus London. Da fiel einem Buchhalter auf in den Wasserwerken, dass diese Coca-Cola-Fabrik in London riesige Wasserrechnungen hat, riesige Wasserrechnungen. Und er hat sich gefragt, kann das sein? Gut, die Flaschenreinigung und was man so alles an Wasser braucht für die Angestellten. Aber erklärt ihr irgendwie nicht diese wahnsinnigen Wassermengen, die das verbraucht hat. Und als man dem ein bisschen nachging, stellte man fest, naja, die haben einfach das Leitungswasser in ihre Flaschen gefüllt. Also das ist nun ein schlagendes Argument. Wenn Sie Leitungswasser von Coca-Cola kaufen können, dann nehmen Sie es doch lieber selber und sparen den Umweg über die Flaschen und das Geld. Also das ist, finde ich, eine schöne Geschichte. Das war auch peinlich für Coca-Cola und die haben dann gut Weltkampagnen und Marketingkampagnen gemacht, um das wieder wegzukriegen. Damals bei dem Brent Spa, das war auch eine schwere Geschichte, schwere Blamage für Shell. Und man dachte, die sind eigentlich erledigt für den Rest ihrer Zeit in Sachen Ökologie. Und dann haben die so einen Betrag von 2,5 Milliarden US-Dollar in Goodwill-Kampagne gesteckt und dann war das mehr oder weniger wieder an den Rand geschoben. Also das ist so das Thema, wieso Konzerne damit umgehen. Aber für uns interessant, wenn Coca-Cola selber aus dem Wasserhahn Wasser in Flaschen abfüllt, na, dann können wir das selber auch, da brauchen wir Coca-Cola nicht. Und diesen teuren ökologischen Umweg und den teuren ökonomischen Umweg. Das sind so die Punkte. Jetzt kann man überlegen, gut, Community, was könnte ich noch machen? Wie kann ich diese Idee Abschied vom Flaschenwasser? Sie wissen, die Meere sind voll mit Plastikflaschen, das Plastik ist nicht zu bremsen. Das Plastik braucht ewig, bis sich das recycelt, ich glaube bis zu 500 Jahren, bis so ein einigermaßen haltbares Plastik sich wieder aufgelöst hat. Brauche ich Ihnen alles nicht erzählen. Also die Argumente für Leitungswasser sind da. Wenn Sie sagen, ja, mir ist aber das Leitungswasser noch nicht gut genug, dann kann man überlegen, ob man den Filter sich anschafft, der dann noch mal ein paar Sachen rausholt. Aber immer, wie gesagt, entscheidend ist der Vergleich zwischen Leitungswasser und Flaschenwasser. Und der fällt zugunsten des Leitungswassers aus und zumindest fällt das Leitungswasser nicht schlechter ab. Ja, das ist so eine kleine Idee. Wie kann ich dieses Einsparen ummünzen in eine Geschichte, die mir ermöglicht, die Ihnen ermöglicht, etwas zu führen, was auch Kapital braucht. Das wäre ja so eine Einnahmequelle. Man holt sich das Kapital aus einer Ersparnis aus. Und eine Community zu gründen, also ein Club von Fans um mein Produkt herum, um mein Anliegen herum, ist immer gut. Wenn ich meinem Club von Fans sage, wir haben auch ein Konzept, wie wir Ersparnis generieren, ohne dass wir uns in irgendeiner Form einschränken müssen, dann ist das ja schön. Es ist ja nicht nur so, dass Sie sich nicht einschränken, sondern Sie haben ja Vorteile. Sie müssen die Flaschen nicht mehr einkaufen, Sie müssen sie nicht mehr schleppen, Sie müssen sie nicht mehr recyceln. Es hat ja wirklich in jeder Beziehung schlagende Vorteile. Noch ein letztes dazu. Wo ist das entstanden? In den USA. Und es gibt eine schöne Geschichte dazu. Ein Neffe erzählt seiner Großmutter, dass in der Nähe von Hawaii ein riesiger Plastikteppich schwimmt, so ungefähr 50 Quadratkilometer. Und dass das ganz schlimm ist und dass das daher kommt, dass die Leute zu viel Plastik und Plastikflaschen verwenden. Und das hat der Großmutter eingeleuchtet. Und sie ging, und das ist für mich auch Entrepreneurship, zur lokalen Radiostation und sagte, das ist hier eine Schweinerei, das muss aufhören. Wir müssen aufhören, Plastikflaschen zu verwenden für Wasser. Und das hatte eine gewisse Wirkung, es hatte Authentizität, diese
Erwägung der Großmutter und ihr Argument dazu und die Geschichte mit Großmutter und Neffen. Jedenfalls schlug das ein. Und in den USA hat diese Kampagne, Tap Water Campaign, tatsächlich Kreise gezogen. In Deutschland nicht so. Das ist eigentlich schade. Und das ist so ein, wenn Sie so will, Goodwill-Kampagne. Da kann man Entrepreneurship ein Stück daran erklären. Man kann auch zeigen, dass man mit ganz einfachen Mitteln unternehmerisch tätig werden kann. Unternehmerisch heißt etwas unternehmen. Das heißt nicht der Patriarch von Krupp oder Rockefeller oder sowas, sondern für mich heißt Entrepreneurship etwas unternehmen. Und diese Großmutter hat etwas unternommen und siehe da, es hat etwas bewirkt. Und das, was die Großmutter gemacht hat, das können wir auch. Das ist nicht so schlimm. Deswegen habe ich diese Idee gewählt zum Start. Da können Sie etwas unternehmen, da können Sie Unternehmerin, Unternehmer werden, können Sie Entrepreneur werden. Für mich klingt Entrepreneurship Schumpeter mehr nach Innovation. Unternehmer muss nicht unbedingt Innovation sein. Sie wissen, wenn Sie ein bisschen von Schumpeter gehört haben, der hat unterschieden zwischen den Besitzstandswahrern und den Angreifern. Er sagt, wenn einer von Unternehmerlager spricht, hat er nichts verstanden. Es gibt nicht ein Unternehmerlager, sondern es gibt zwei Unternehmerlager, die Besitzstandswahrer, die ihren Claim sozusagen verteidigen gegen Newcomer. Und die Newcomer sind viel kleinere Gruppe, die Angreifer, die sagen, wir können Ökonomie besser, wir lösen das Alte ab, das Bessere ist der Feind des Guten, wir können es besser. Also wir sind diese schumpeterschen Entrepreneurs und nicht einfach nur Unternehmer, die so ihren Claim abstecken und verteidigen. Ja, damit würde ich Sie gerne in eine letzte Arbeitsgruppe schicken, und zwar mit der Idee Wasserkampagne. Wie kann ich, das werden Sie gleich im Chat lesen, wie kann ich daraus etwas machen, was meiner eigenen Idee hilft? Sie wissen, es geht immer darum, auch Aufmerksamkeit zu kriegen. Es nützt ja nichts, wenn Sie was Gutes haben und keiner erfährt davon. Man braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Und so eine Wasserkampagne als Anhängsel zu Ihrer eigenen Idee produziert natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle, nämlich Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit mit einem wirklich überzeugenden Argument, Faktor 600 oder Faktor 2400, das hat einen wirklichen Impact. Das haut rein. Das ist eine gute Sache, die versteht jeder sofort, auch ohne Entrepreneurship. Und da kann man was mit anfangen. Und wie man das so einbaut, das überlegen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt in der Breakout-Session. Und dann bin ich gespannt, wie Sie diese kleine Idee für sich selber in Ihrem Umfeld, für Ihr eigenes Startup nutzen könnten. Los geht's. Jetzt haben wir wieder alle aus den Breakout-Sessions hier. Herzlich willkommen zurück. So, ich gucke in den Chat, ob da etwas steht, was Sie in Ihren Gruppen diskutiert haben. Das war heute eine lange arbeitsintensive Sitzung. Ja, vielleicht abschließend zu diesem Thema Wasserkampagne überlegen, wie Sie es für sich nutzen können. Sei es als Aufmerksamkeit, sei es als Sparbüchse sozusagen, was sparen wir und können wir in die gemeinsame Gruppenarbeit geben, sei es als eine große Kampagne. Ja. Es gibt in der Gruppe erfahrungsgemäß Menschen, die von Ideen sprudeln. Ich habe selber auch mehr Ideen, als ich jemals umsetzen kann. Das ergänzt sich ja zu denen, denen es nicht so leicht fällt, so eine Idee, so ein Entrepreneurial Design auszuarbeiten. Ich gucke in den Chat. Aufklärung.
zu den Wasserbetrieben Kontakt aufnehmen und gucken, ob man nicht das Wasser noch, Wasserqualität noch weiter verbessern kann? Ich hatte bei uns in der Gruppe vom Beispiel München berichtet, die dann wirklich das Wasser, das Leitungswasser, sich sogar zertifizieren haben lassen und das dann als Mineralwasser beworben haben. Da gab es dann einigen Ärger damals, so, schon über 20 Jahre her. Die Hersteller waren nicht amused, aber die haben das durchgesetzt. Es waren Riesenplakate damals, unser Wasser hat Mineralwasserqualität oder sogar noch besser. Ja, eine schöne Geschichte. Das Toilettenwasser trinken gehört zu den Aktionskünstlern. Genau, das ist das andere Problem. Und wie schmeckt Wasser in uns? Auch Qualitätsverbesserung bedürftig? Sie können natürlich auch Ihrem Gastwirt sagen, warum stellen Sie nicht ein schönes Glas mit Leitungswasser auf den Tisch? Man kann es ja trotzdem berechnen, aber ein bisschen preiswerter als das kleine Flaschenwasser und dann haben alle Beteiligten was davon. Aber das ist tatsächlich in Irland üblich. Da kannst du sagen, also Karaffe Wasser, da stellen sie am Tisch ohne weitere Fragen und Berechnung. Gut, ich meine, die anderen Preise, die Preise für die normalen Speisen, die machen das auch wieder wett, so ungefähr dann, aber interessantes Konzept auch. Ja. Oder in Carafe de l'Eau in Frankreich immer kriegt er. Ich sehe auf den öffentlichen Trinkwasserbon, die kennt man ja meistens nicht, dass man das natürlich auf seiner Website dann auch angeben kann. Da ist doch eine ganze Menge zusammengekommen. Genau, Restaurants mit Tapwasserkultur. Ja, Wasserautomaten, aus einer Menge zusammengekommen. Gut, Wassersommeliers. Hier auch bei MM. Klar, werden Sie selber aktiv, vernetzen Sie sich mit den Menschen, die Ihnen irgendwie naheliegen in Ihrer Argumentation. Also hier ist eine Menge zusammengekommen. Gut, ich würde gerne jetzt zum Schluss nochmal den Bogen schlagen. Wir haben gesagt, es ist die erste Generation, Sie sind die erste Generation, die aktiv am Wirtschaftsgeschehen teilnehmen kann. Und zwar nicht in der Nische, sondern richtig mit Impact, mit der Möglichkeit, sogar die großen Firmen zu ersetzen. Das hat sich auch herumgesprochen, dass diese kleinen Startups ernst zu nehmen sind und viele der großen Firmen, die gelernt haben, dass in ihrer Unternehmenskultur, wenn man das anspruchsvolle Wort überhaupt auf die anwenden kann, dass sie das eben in ihren großen Einheiten nicht schaffen, wirklich kreativ zu sein, ihre Mitarbeiter zu motivieren, aus dem Angestelltenbewusstsein, aus der Komfortzone herauszukommen. Da hat ja die Startup-Bewegung durch einiges bewirkt und sozusagen das Selbstvertrauen gestärkt. Man kann etwas erreichen, wenn man selber aktiv wird. Das zweite Element war, wir sind in der Wissensgesellschaft. Kapital ist nicht länger der Engpass. Es gibt Ausnahmen, aber es ist nicht länger der Engpass. Ich erinnere daran, in Berlin hat diese Startup-Bewegung angefangen als Berliner Alternativbewegung. Ich kenne das noch aus dem Ende der 70er Jahre, dann verstärkt in den 80er Jahren. Die Älteren unter Ihnen werden noch schmunzeln. Nicaragua-Kaffee war so ein Ding. Und da hat niemand von Kapital geredet. Natürlich brauchte man ab und zu Geld für irgendetwas. Und dann kam das zustande. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber es kam zustande. Ich habe nie gehört, Kapital ist der Engpass. Oder wir haben eine Idee, jetzt brauchen wir Kapital. Ist für mich geradezu was Perverses. Immer dazu gesagt, ja, es gibt Bereiche, wo man kapitalintensiv gründen muss, aber das sind heute die Ausnahmen. Wenn das so ist, dass wir in der Wissensgesellschaft leben, dann ist der nächste Punkt, das Wissen habe ich, aber ich kann nicht alles selber machen, also Arbeitsteilung. Da haben wir gesagt, Arbeitsteilung kann man lösen über Team,
kann man lösen über eigene Angestellte. Man kann es auch lösen über die Cloud und über, was ich Komponenten nenne, Gründen mit Komponenten. Wer Kopfschlägkapital gelesen hat, der kennt das. Also Arbeitsteilung nutzen, nicht alles selber machen. Und da komme ich zu einem Punkt, der eigentlich nochmal das Entscheidende ist für die eigene Motivation. Nämlich, wenn ich als Gründerin, als Gründer das selber zusammenstelle, wenn ich der Lead-Entrepreneur bin, dann habe ich natürlich die Chance, das, was mir liegt, was ich gerne tue, bei mir zu behalten und alles andere, vor allem Dinge, die ich nicht gerne tue, die Buchhaltung, das Büro verwalten, das alle die Sachen, die sie nicht mögen, abgeben. Es gibt Leute, die machen gerne Buchhaltung. Wunderbar. Und die haben das gelernt, denen fällt das auch leichter als unser einem, der sich da vielleicht einarbeiten muss. Also wir haben die Chance, wir haben das Wissen, wir haben die Mittel zur Verfügung, wir können in Arbeitsteile vorgehen, sodass das für uns übrig bleibt, was wir gerne machen. Und da kommt ein Lieblingssatz von mir, der heißt, wenn Sie das tun, was Sie gerne tun, brauchen Sie Ihr Leben lang nicht zu arbeiten. Der Satz stammt nicht von mir, sondern von dem chinesischen Philosophen Konfuzius. Wenn du das tust, was du gerne tust, brauchst du ein Leben lang nicht zu arbeiten. Das ist doch eine Wahnsinnsgeschichte. Und diese Wahnsinnsgeschichte würde ich Ihnen gerne mitgeben und sagen, das ist eigentlich der Kern, wenn es darum geht, was bedeutet das für mich selber? Es bedeutet, dass ich mein Leben mit einer Arbeit versehen kann, die ich gerne tue, wo ich nicht möchte, dass man sie mir wegnimmt. Wenn die Menschen sagen, sie gehen in Urlaub, denke ich, oh Gott, ich bedauere jeden, der Urlaub braucht. Das heißt nämlich, er hat eine Arbeit, die an ihm zehrt, die er nicht gerne macht, sondern die zehrt und dann muss er sich von dieser Arbeit erholen. Mich bringen sie nicht irgendwo an den Strand, das finde ich furchtbar. Und den Künstler bringen sie auch nicht an den Strand. Der will in seinem Atelier seine verrückten Sachen machen und Neues schaffen, was vor ihm auf der Welt noch nie jemand geschaffen hat. Das ist Kreativität. Und beim Gründen sind es Ideenkinder, die sie in die Welt bringen. Das ist ihr Kind, das im Kopf entstanden ist. Das ist doch für Männer ganz toll. Ideenkinder in die Welt setzen. Und solche Ideenkinder, wo ich das, was ich gerne mache, tun, alles andere gebe ich ab. Das ist das ganz große Moment, das ist die ganz große Chance, das ist eigentlich das, was sie vom Stuhl reißen müsste und sagen, verdammt nochmal, das will ich auch. Ich will den Rest meines Lebens etwas tun, was ich gerne tue. Nicht nur, was mir Sinn stiftet, das ist auch schon wichtig, sondern das, was ich gerne tue. Das würde ich Ihnen gerne mit nach Hause geben. Und das Ergebnis des Ganzen ist, glaube ich, eine Welt, wo andere Ideen eine Rolle spielen, als die uns heute bewegen. Wo andere Motive, wo andere Werte vor allem eine andere Rolle spielen, als nur diese Gewinnmaximierung. Und wie kann ich maximal in maximal kurzer Zeit Geld herausholen? Das macht Menschen nicht glücklich. Das ist so eher dieser Onkel Dagobert, der dann auch, wenn er auf seinem Gold sitzt, das Gold vermehren will und dann immer Angst hat, dass es ihm weggenommen wird. Das ist nicht das, was Menschen glücklich macht. Das haben alle Religionen, alle Weisheitslehren verstanden. Dass man etwas machen muss, was einen selber weiterbringt, was einen beschäftigt im positiven Sinne, was einen vielleicht auch Tag und Nacht beschäftigt, was einen Energie bringt, statt Energie nimmt. In die innere Kraft finden, den Energiefaden der Kindheit, den wir alle mal hatten, die Neugierde, das Spannende, jeder Tag als ein spannendes Ereignis, das wiederfinden. Und das kann man meines Erachtens nur im Entrepreneurship. Das können Sie nicht als Angestellte. Da kommt immer der Chef und gibt Ihnen was vor. Das würde ich Ihnen gerne mit nach Hause nehmen. Nutzen Sie dieses Thema Entrepreneurship. Machen Sie etwas draus. Und wenn Sie etwas draus machen, dann wird daraus auch eine bessere Welt. Dann bekommen wir bessere Ideen. Dann kriegen wir eine bessere Ökonomie. Let's allow our ideas to shape a better world. Das ist etwas. Das gebe ich Ihnen mit nach Hause. Sind Sie beim nächsten Mal wieder dabei? Nächsten Mittwoch gibt es einen ersten Termin. Ansonsten in unserem Programm. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.